Wir sind wieder live. Nummer 4 für heute. Heute mit Moritz, Teil 2. Tag zusammen. Willkommen zurück auf dem Adobe Live, Adobe Dive, nein, Adobe Krass. Live Stream. Nummer 4, wie gesagt, für heute. Und Nummer 2 für Moritz heute, insgesamt, beziehungsweise. Und ja, also, das war doch schon mal wieder ein ereignisreicher Tag. Wir haben echt viele neue Sachen gesehen bisher. Und der Moritz wird uns natürlich heute auch super coole Sachen zeigen. Ich tue mein Bestes, Das, ja. da bin ich mir auch sehr sicher, dass das kommen wird. Für all die, die neu dabei sind, wenn ihr auf adobelive.com zuschaut, habt ihr immer die Möglichkeit, auch zu kommentieren, genauso wie auf YouTube auf unserem adobe.de-Channel. Wenn ihr aber, da aber das kleine Chatbox, in der kleinen Chatbox das, den Satz seht, der da heißt, bitte log dich ein, um kommentieren zu können, dann liegt es das daran, dass ihr auf YouTube nicht angemeldet seid, beziehungsweise mit eurem Google-Account, der mit YouTube verknüpft ist. Also einfach kurz machen und dann könnt ihr einfach weiter kommentieren, denn wir freuen uns auf eure Kommentare, besonders der Moritz. Ja, immer her damit. Genau, der will nämlich auf jeden Fall auch hören, was ihr über seine coolen Sachen denkt. Ich weiß es ja, dass die cool sind, aber was ihr denkt, ist im Endeffekt das Entscheidende. Und deswegen sage ich doch jetzt auch schon mal gleich, lieber Moritz, erzähl uns doch mal ganz kurz nochmal als kleines Recap, so in drei Sätzen über dich nochmal und was du gestern gezeigt hast, was du gestern gemacht hast. Ich schalte jetzt auch gleich um, ja. Machen. Und in der Zeit stelle ich hier auch schon mal so ein bisschen was alles ein. Und zwar, so, jetzt switchen wir runter zu dir. So, man sieht dein Bildschirm. Sehr schön. Ja, also ich habe es ja gestern was ausführlicher erklärt. Für die, die gestern nicht dabei waren, nochmal die Kurzform. Ich bin seit ein bisschen mehr als 2 Jahren selbstständig. 2 Jahre davon bin ich jetzt als Illustrator unterwegs. Und ja, bin froh, jetzt hier zu sein. Ich weiß nicht, wie ausführlich ich es heute nochmal machen soll. Drei, vier Sätze, das reicht. Vielleicht, weil es einfach für mich immer sehr wichtig ist, das irgendwie zu erwähnen, wo wir gestern auch lange drüber gesprochen haben, ist, dass ich eigentlich gar nicht Illustration studiert habe und auch nicht erwartet hätte, dass ich irgendwann mal als Illustrator arbeite. Und das kam tatsächlich, weil ich Illustrator im Studium lernen wollte, musste und da dann so eine Jahreschallenge gemacht habe, jeden Tag ein Icon, eine Illustration und habe da wirklich ja, so ein bisschen meine Liebe für das Programm und auch für die Arbeit als Illustrator entdeckt und bin sehr froh, dass ich jetzt heute in dem Bereich arbeiten kann. So, ich denke, das ist die Kurzform. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr intensiver Input. Vielen, vielen Dank. Nee, auf jeden Fall super cool. Und ja, was haben wir gestern gemacht? Ich habe in der Vergangenheit viele so Hero-Helden, Superhelden-Avatare gemacht und hatte für gestern als kleine Einleitung in den Stream, als kleines Projekt, 3 Avatar-Vorlagenskizzen für die Adobe-Programme Photoshop, Illustrator und InDesign mitgebracht, wo die von euch gestern da waren, sich dann für den Illustrator, Roboter, Power Ranger, wie auch immer man es nennen möchte, entschieden habe. Alles in einem. Wir haben auch gestern vergessen, den Namen noch irgendwie dafür festzulegen. Haben wir heute noch mal kurz Kriegen wir Zeit. vielleicht heute noch hin. Das habe ich also gestern gemacht und ich war dann im Hotel heute Vormittag auch noch ein bisschen fleißig und hatte noch den zweiten der Serie gemacht, den Sehr, sehr cool. Photoshop-Avatar. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich in den nächsten Tagen dann noch die Dame für InDesign. Schauen wir mal. Finde ich klasse. Es hat so ein bisschen was von Captain America, Ein aber bisschen, sehr, ja. sehr cool. Ne, auf jeden Fall. Auch mit der Maske. Und vielleicht magst du mal ganz kurz zurückgehen und das noch ein bisschen ranzoomen, dass man das einfach noch mal in groß sehen kann für all diejenigen, die das gestern nicht live miterleben durften. Das war nämlich echt klasse, was du da gemacht hast und Videos vor allen Dingen gemacht hast. Das ging so total nebenher. Und was uns ja auch aufgefallen ist, lustigerweise nebenher, dadurch, dass wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, hast du eigentlich auch unbewusst Ja, ich bin ein Elemente bisschen vom verwendet. Genau. Plan abgewichen und habe dann irgendwie nebenbei weitergemacht. Aber es hat ja funktioniert. Ja, genau. Und das finde ich auch gerade das Tolle daran, ne? Dass du eigentlich unbewusst Elemente eingefügt hast, die du jetzt nach Plan gar nicht machen wolltest. Wie jetzt zum Beispiel hier Low Poly im oberen Brustbereich. Und Ja, sehr, sehr unüblich für mich, weil ich ja. sonst so picky bin. Aber Das hat es auf jeden Fall einzigartig gemacht. hat funktioniert, Genau. genau. Jetzt nochmal ganz kurz an alle lieben Zuschauer, auch diejenigen, die jetzt hier auch im Chat sind. Ich sage nochmal kurz Hallo in die Runde. Liebe Ancy, PA Pavlos, My Lady Janine ist auch dabei. Maike, Katharina,
Kai Raphael und Jules, hallo, hallo, hallo. Guten Tag Willkommen in zusammen. die Runde. Genau, es sind noch ein paar mehr. Kevin Schneider ist wieder an Bord. Helmut Krämer, der immer seine fashion Witze immer reinbringt hier, Braucht man auf jeden genau, Fall auch. hat heute Mittag auch schon gesagt hier, hello und Kölle Alaaf. Designer August wieder am Start und Madame Feueriegel mit Roger auch noch. Also liebe Grüße aus München. Viel Spaß. Schön, dass ihr da wart auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich immer und wir hoffen natürlich, dass ihr ganz fleißig mitkommentiert und dem Moritz ganz viele Fragen stellt. Ja, das ja gestern ein bisschen untergegangen, dass wir heute vielleicht ein bisschen mehr tatsächlich auf Techniken und so eingehen und auf eure Genau. Fragen und weniger einfach so quatschen. Aber ich find, Aber fand das gar nicht so schlimm. Also im Endeffekt, klar, wir müssen einfach jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen. Also der Moritz, der macht das auf jeden Fall, unser Profi. Aber es war auch eine nette Runde, finde ich. Und definitiv. genau. Mona und Molly sind jetzt auch noch mit dabei. Herzlich willkommen, willkommen zurück. Bin mir jetzt Tag gerade nicht mehr zusammen. ganz sicher, ob alle dabei waren, aber wir haben auf jeden Fall ein paar neue Gesichter, die jetzt hier mit kommentieren. Das finde ich super. Und dann würde ich doch einfach sagen, starten wir los. Starten wir. Yes. Ja, ich habe euch heute ein bisschen was anderes mitgebracht. Gestern war, wie gesagt, eine kleine Aufgabe zum Einstieg. Heute wird es etwas aufwendiger. Ich meine, ist nicht so super kreativ, aber Ostern steht vor der Tür und wie gestern hast du es ja kurz auch angesprochen, dass ich bei Adobe Stock halt auch unterwegs bin oder langsam Genau. da unterwegs bin. Deswegen dachte ich, machen wir heute was, was ein bisschen konzeptioneller ist und dann später auch, wenn es dann irgendwann mal fertig wird, auf Stock hochgeladen werden kann. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ich weiß nicht genau, ob man es alles so erkennt. Sieht Das auf jeden Fall, ist also es ist genau gespiegelt. Das heißt im Endeffekt, alles, was du auf deinem Screen siehst, sehen alle anderen auch. sehr gut. Es ist so ein bisschen die Werkstatt des Osterhasens. Das ist ja echt cool hier. Und ja, ist ein bisschen aufwendiger, deswegen mal gucken, wie weit wir heute kommen, mal gucken, wie weit wir morgen dann noch kommen. Da werde ich nämlich morgen dann auch dran weiterarbeiten. Und ja, geht ja ein bisschen, das ist ja darum, dass ich ein bisschen was erzähle. Wenn es so aufwendiger wird wie jetzt hier und tatsächlich so ein bisschen Ideen dahinter sind, was man ja irgendwie Illustratoren und Designern auch unterstellt, dass sie vielleicht auch konzeptionell hier und da ein bisschen denken. Echt? Wirklich? Ja, tatsächlich. Das muss ich mir echt mal in mein Tagebuch schreiben, weil das Ich habe ich tatsächlich noch nie vorher gehört. tue das zwar nicht so oft, wie man meint, aber manchmal. Und deswegen habe ich euch das hier noch mitgebracht. Das sieht noch ein bisschen wirrer aus als das erste Bild. Das war so die erste grobe konzeptionelle Skizze, wo ich mir überlegt habe, okay, was für Elemente möchte ich in dieser Werkstatt des Osterhasen drin haben? Wie soll der Aufbau ungefähr sein? Das hast du jetzt mit der Hand gezeichnet und dann eingescannt, oder? Ich mache das auf dem iPad Pro Ah, okay, mit also dem auch Apple dann Pencil mit welcher App, wenn ich mit frage? Adobe Sketch. Mit Adobe Sketch auch. Ja, Ah, okay, das ist ja wie super. Percy, nur halt als Sketch tatsächlich. Und da hört es dann bei mir nach dem Sketch auch auf. Aber Aber die Transition an sich, also das von Sketch hier in Photoshop reinzutun, das ist jetzt kein schwerer Prozess, oder? nein, Nein. absolut nicht. Es sind zwei Knopfdrücke. Ich glaube nicht mal Das habe ich einer. jetzt extra gefragt. Ja, schon ein bisschen. Aber nee, Quatsch. es ist wirklich super easy und ersetzt bei mir mittlerweile das Papier. Ist ein bisschen traurig, weil so, ich bin auch ein kleiner Nostalgiker und Papier ist eigentlich was Schönes. Aber Finde ich auch. im Alltag oder dann ist es auf dem iPad halt doch einfacher, weil ich kann Korrekturen vornehmen, ich Klar. kann Sachen duplizieren, wie auch immer. Und dann mit zwei Knöpfen habe ich es hier. Ich brauche keinen Scanner, nichts. Von daher. Und für so ganz grobe Sachen eignet sich's bei mir super. Beim Percy für auch aufwendigere Dinge, wie man jetzt die letzten 2 Tage auch schon gesehen hat. Und ja, dann gehe ich hin und mache mir erst so eine grobe, wirklich sehr grobe Skizze. Und dann kommt es immer ein bisschen aufs Projekt an. Also da ich hier jetzt auch ein bisschen vorbereitet sein wollte, habe ich dann noch mal ein bisschen mehr ausgearbeitet als Vorlage dann jetzt für heute. Und ja. Interessant zu sehen, dass du, also du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast ein bisschen vorgearbeitet. Es sieht natürlich trotzdem noch nach einer Skizze aus und das finde ich interessant. Willst du mal kurz erklären, wie du diese Transition gemacht hast von dem ersten, den du jetzt über Adobe Sketch hier reingetan hast, zu dem, was du jetzt hier drin hast. Ja, Also. klar. Also hier habe ich, wie gesagt, dieses Grundkonzept. Wie soll der Aufbau ungefähr aussehen? Na, ich verstell hier ständig alles. Wie soll der Aufbau aussehen? Welche Elemente sollen wohin? Ich meine, man sieht es hier auch noch leicht im
Hintergrund, ja gut, jetzt tippe ich hier mit meinem Stift auf dem Bildschirm rum, das sieht natürlich keiner. Diese typische Dreier-Unterteilung. Und ja, das ist also der Aufbau. Und dann gehe ich hin und fange an, das halt auszuskizzieren, ein bisschen detaillierter, wofür ich auch Adobe Stock tatsächlich benutze. Also ich benutze es nicht nur, um da Sachen zu verkaufen, sondern wirklich hauptsächlich auch, um Referenzmaterial zu suchen, weil es schneller geht und einfacher geht als bei Google. Und dann habe ich hier, mal gucken, ob man es ein bisschen größer machen kann. Das finde ich auch ganz cool, dass du jetzt hier auch diese, dass du praktisch mal den Part erwähnst, wie es von der anderen Seite ist, ne? Dass du hier, statt jetzt zu sagen, okay, ich lade es nicht nur hoch, sondern auch sagst, hier, ich suche tatsächlich auch nach Ja. Vorlagen, das ist auch. Es ist halt ganz angenehm, weil ich habe es direkt hier in meinem Programm drin und das ersetzt so ein bisschen dieses typische Moodboard, was man ja auch oft macht und kann mir hier die Sachen reinziehen, die ich irgendwie denke zu benötigen oder die irgendwie noch da Die reinpassen. ich denke zu benötigen. Ja, könnte ja sein, man weiß es ja vorher nicht so genau und Ja. gerade bei so Sachen dann wie dem Hasen hier unten links in der Ecke oder auch den kleinen Kaninchen. Ich habe es gestern schon mal erwähnt, ich bin nicht der größte Zeichner und aus dem Kopf wird es dann echt schwierig. Und dann kann ich mir halt entweder hier das an der Seite nochmal angucken oder auch tatsächlich reinziehen und Abpausen ist immer so negativ belastet. Aber im Endeffekt, für das, was ich tue, wenn ich was vorskizziere, ist es halt super easy, wenn dann kann ich mir die Grundform quasi Klar. abzeichnen und baue das dann Es ist ja nur später ein um. Teil von deinem Prozess im Endeffekt. Exakt. Ja. Und also ich sehe es da auch. Also wie gesagt, das muss jeder sehen, wie er möchte. Aber in erster Linie bin ich halt auch irgendwie Designer und Illustrator. Ich bin kein Künstler. Also ich werde nicht daran gemessen, was ich per Freihand zeichnen kann, sondern auf das Endprodukt kommt es Klar. an, ne? Also hier jetzt heute nicht, hier geht es um den Genau. Prozess, aber grundsätzlich von daher Genau. sehe ich Von das gar den nicht so kritisch. Anderen Artists sozusagen wirst du jetzt daran bemessen, wie dein Workflow ist. Scheinbar, Bemessen ja. ist natürlich jetzt kein passendes Wort, aber ja, das ist natürlich super interessant. Deswegen bist du ja hier, um einfach mal zu zeigen, was du kannst. Und ich finde jetzt auch, finde ich auch sehr spannend, dass du jetzt auch aus der, wie gesagt, aus der Betrachterperspektive Adobe Stock einfach mal zeigst, weil das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier in Photoshop, ist es immer ganz interessant zu sehen. Du hast es jetzt hier rechts bei dir direkt integriert. Das ist ja auch bei vielen anderen Programmen von Adobe so, dass du quasi aus dem Programm heraus direkt, für die, die es jetzt nicht mitbekommen hast, du kannst im Programm direkt suchen Genau. und dir die Das Bilder praktisch rechts dann auch in so eine Art kleines, in so ein kleines Tab reintun. und von da auch dann direkt hier Genau. rüberziehen sollte es zumindest normalerweise. Moment, schauen wir mal, was Ein jetzt hier Smart Ob passiert. Ja, genau, Smart Genau, Object. und dann habe ich es hier drin. Genau. Ja. Und was ich auch super cool finde, so als Nebenbei-Designer, sage ich jetzt mal, kannst du jetzt nicht wirklich Designer nennen, aber ich finde das Feature ganz toll, dass du zum Beispiel sagst, gerade wenn du jemand bist, der layoutet und zum Beispiel eine Broschüre hat mit irgendwie 30 bis 40 Seiten und du hast dann in diesem Material hast dann irgendwie, sagen wir mal, 50 Bilder drin, die du ja sonst immer manuell reinziehen müsstest. Und wenn dann irgendwie der Kunde sagt, okay, finde ich alles toll, bitte genauso übernehmen, müsst du im Nachgang ja tatsächlich jedes einzelne Bild nochmal ersetzen durch das gekaufte Bild. Und das kannst du hier ganz einfach mit einem Klick machen, ne, zu sagen. Das können wir auch kurz mal machen. Ich habe hier noch ein paar drin, die noch nicht lizenziert sind. Ich will jetzt nicht, dass du jetzt deine Credits dafür ausgibst, ne? Das ist natürlich Alles gut, alles gut. tatsächlich. Also hier sieht man jetzt noch das Wasserzeichen und Genau, das dann kennt hier man ja so von einfach, Stockbildern. genau, und dann einfach Bild lizenzieren und in der Regel sollte das dann jetzt gleich funktionieren. Genau. Und das ist halt echt spannend, dass es mit einem Klick geht. Du musst also nicht nochmal auf eine extra Website gehen, gell? Sondern, oh Gott, jetzt habe ich gell gesagt. Macht Lange ja nicht mehr nichts. verwendet. Sondern du kannst es direkt hier machen. Ja, jetzt ist es auch weg, das Wasserzeichen. Genau. Nee, aber es ist tatsächlich sehr praktisch, ich glaube, gerade fürs Layout oder auch für Webdesigner. Ich habe ja meine Anfänge, mein erstes halbes Jahr tatsächlich mehr als Webdesigner gearbeitet. Und da gab es Adobe Stock in der Form noch nicht. Und da habe ich es halt genauso gemacht, wie du gesagt hast, mir irgendwo Bilder rausgesucht, da reingezogen und so, es ist natürlich deutlich schneller und Ja, einfacher. vor allem wenn du es jetzt auch tatsächlich in erster Linie als Moodboard beziehungsweise für Vorlagen verwendest, um halt dein eigentliches Bild zu skizzieren. Ja. In erster Linie.
So, also du hast jetzt praktisch, du hast eine Vorlage gehabt, du hast sie skizziert in Adobe Sketch und Genau. dann hast du sie in Photoshop reingezogen und hast darauf basierend jetzt quasi diese, kann man es Zeichnung nennen, diese zweite Ausfertigung. Ja, die zweite Ausfertigung ist auch auf dem iPad in Sketch Die ist entstanden. auch über Sketch. Ja, Ah, ich lade okay. es nur immer irgendwie in Das Photoshop eben nicht rein. Ich könnte mitbekommen. es auch direkt in Illustrator reinladen. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Nein, überhaupt kein Stress. Gewohnheit. Ich dachte nur, du hättest vielleicht das sozusagen in Photoshop reingezogen, das erste, und dann praktisch in Photoshop oder in einem anderen Programm, Illustrator zum Beispiel, das weiter bearbeitet. Aber du hast dann Nee, tatsächlich darauf basierend tatsächlich. einfach nochmal eine Skizze angelegt. Ich habe gar nicht in Photoshop Nein, gearbeitet. nein, ich meine auf Adobe Sketch. Ach so, ja, Genau. 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 Da hast du jetzt nochmal eine Skizze angelegt, basierend auf der ersten, die du nochmal verfeinert hast. Und jetzt würdest du praktisch in den Transition Part gehen und sagen, okay, aus dieser Skizze, aus diesem Sketch Wird jetzt Flat Design. wird jetzt Flat Design. Genau. Oh yeah, Flat Design. Naja, da wir heute ein bisschen mehr erklären wollten, ich lege mir erstmal jetzt das neue Dokument dafür an. Ich habe mir überlegt, eignet sich vielleicht ganz gut als Karte, als Grußkarte für Ostern. Ich liebe es sowieso, Grußkarten zu machen. Für die Familie und was weiß ich, immer an So Weihnachten. eine etwas andere Grußkarte, oder? Die kennt Genau, man so nicht. also ich finde viele Grußkarten, die man so kaufen kann, unheimlich grauenhaft. Das ist natürlich Geschmackssache, also bitte keiner sich auf den Schlips getreten fühlen, gefühlt, fühlen, wie auch immer. Aber da ist halt viel das Gleiche bei und dann für die Familie mache ich ganz gerne selber. Und deswegen hier erstmal das Format. Ich habe zumindest irgendwann mal gehört, dass das so dieses typische Vorderseiten-Grußkartenformat ist, die 11,5 mal 16,5 Zentimeter, oder in dem Fall sind es jetzt Millimeter. Und da ziehe ich mir jetzt meine Skizze rein oder kopiere ich mir meine Skizze rein. Ach, hier sieht man noch, habe ich unter dem Hasen gemalt. So. Ist ja auch interessant, dass du dann weiter malst. Ja, manchmal, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wo was platziert werden soll, und ich aber trotzdem ein sauberes Bild in Anführungsstrichen haben möchte, dann male ich einfach mit Weiß darunter, damit ich nicht irgendwas rausradieren muss. Na, also ein Sketch könnte ich jetzt hingehen und dann die weiße Ebene rausnehmen und dann würde man hier das Laufband oder das Fließband hinter dem Hasen weiterlaufen sehen. Ja, und Bevor du dann, jetzt weitermachst, ja. Entschuldigung, ich wollte jetzt nur mal ganz kurz auf ein paar Fragen eingehen, weil Klar. ich das nämlich auch ganz interessant finde, jetzt zum Thema Illustration. Erstmal kurz Hi an diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind. Willkommen bei Adobe Live. Jonas Tag zusammen. und Benedikt sind jetzt auch neu dabei. Unser lieber Kevin, der ist ja auch immer ganz berühmt hier im Chat für seine vielen Fragen. Finde ich aber eine ganz coole Frage. Er hat gefragt, hast du deine Illustration schon mal auf T-Shirts gedruckt? Tatsächlich hatte ich mal eine kleine Kooperation mit einem Unternehmen aus London, die so T-Shirts gedruckt haben im Fanart-Bereich. Das läuft aber eher so nebenbei und Ja, gut. ich finde es eine unheimlich coole Sache. Ich würde es gerne auch irgendwie selber aufziehen, aber dafür reichen die Ressourcen einfach aktuell nicht. Genauso wie es bei Postern ist, bei Prints. Ich würde unheimlich gern Prints irgendwie selber produzieren. Ist auch so ein bisschen auf der To-Do-List jetzt für 2018. Muss ich mir aber noch überlegen, ob ich da tatsächlich selber mir den Drucker anschaffe und dann so Ja, aber. Artprints mache oder ob ich quasi drucken lasse. Und dann, wie man das mit dem Vertrieb macht, wie gesagt, das ist so ein bisschen auf der To-Do-Liste für dieses Jahr. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, weil der Percy wurde heute Mittag auch schon gefragt wegen Print. Hab ich mitbekommen, Genau, ja. und Der plant es auch. Print ist aber auch echt eine coole Sache, weil du halt damit dann auch nochmal diese Haptik vermittelst, ne? Du hast es in der Absolut, Hand. Ja. absolut. Deswegen liebe ich die Grußkarten, glaube ich, auch so, weil ich da tatsächlich, ich habe dann meine kleine Druckerei in Köln, wo ich immer hingehe. Und da habe ich dann was in der Hand, weil ich arbeite digital. Meine meisten Kundenprojekte sind digital und ich habe nie was in der Hand. Und dann gehe ich da zu meiner Druckerei und druck das da aus und dann habe ich da was mit der, und das finde ich super. Und ja, bei Postern wäre es natürlich auch schön oder Plakaten. Ich mir auch ganz gut vorstellen kann, gerade mit deinem Design, wäre auf Canvas. Also richtig schön auf einer Leinwand, dass es da drauf ist, weil das. Ich glaube, wenn du halt eine Glasscheibe davor hast, also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich hätte gerne ein Printmotiv von dir und würde sich das einrahmen mit einer Glasscheibe, ich finde immer, das ist dann so ein bisschen, es fehlt dann so ein bisschen an der Haptik an sich. Also, dass du bei solchen modernen Designs dann eben das in ein Glas reinmachst,
Im Gegensatz dazu, wenn du halt eben ein Canvas hast, was dann Ich finde es wirklich. so ein bisschen Kontrast dann, weil es alte Material oder klassische Material und dann mit so sehr einfachem Design Beim oder Canvas meinst du jetzt, genau, ja? ist eine geile Mischung auf jeden Fall. Obwohl was auch sehr cool ist, das habe ich allerdings nicht mit dem Flat Design gemacht, sondern mit diesen Porträts, die ich gestern auch kurz gezeigt habe. Bowie hatte ich meinem Vater zum Geburtstag geschenkt Ach, auf cool. Plexiglas oder hinter Plexiglas. Das war dann Das einfach ist nur so natürlich eine auch super Scheibe. cool. Das war auch sehr, sehr cool. Verleiht auf jeden Fall deinen Bildern, glaube ich, nochmal den letzten Schliff, beziehungsweise Ist den was anderes. Bonusschliff. Ja, Ja, ist genau. was anderes, als nur auf dem Ja. Bildschirm zu haben, ja. Ich habe das tatsächlich auch nur einmal für mich selbst gemacht, tatsächlich jetzt nicht mit Illustrator, sondern es gab dieses Video von Weekend mit featuring Daft Punk. Ich bin ein riesen Daft Punk-Fan, das ist Okay, genau gut. meins. Du weißt nicht, ob du die magst. Natürlich, Ja, ist geil. sehr schön, ich sehe schon, wir verstehen uns. Ich Und es habe da auch gab. schon mal was dazu illustriert zu denen bei dem Icon-Projekt. Echt? Ja. Oh, das musst du aber gleich mal zeigen dann. Glaube ich. Nur eine Sache dazu, weil ich hatte das nämlich. Ich war so ein riesen Fan von Daft Punk und dann kam dieses Featuring raus mit Weekend und Daft Punk. Und da gab es im Hintergrund an dieser einen Wand, wo er langläuft, gab es dieses Daft Punk-Poster. Also das Bild. Das war so richtig schön mit so einem alten Goldrahmen. Hing das an der Wand und ich fand dieses Bild so cool, dass ich mir echt die Mühe gemacht habe, aus dem Video, als es mal ganz kurz gezeigt wurde, habe ich das praktisch rausgenommen und habe es dann halt großgezogen, bearbeitet, damit ich es mir halt auf A3 ausdrucken lassen kann und dann mir an die Wand hängen kann. Das habe ich jetzt auch so tatsächlich das Einzige, was da jetzt hängt. Aber das wollte ich unbedingt haben, weil ich das super cool fand, dieses. Daft Punk hatte ja immer diese Masken, ne? Und Ja. dann, aber dann standen die halt in so einem Ölgemälde, was so ein bisschen nach Van Gogh aussah. Okay. Das war schon eine super, super Mischung. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Aber wie gesagt, also ich glaube bei dir auf jeden Fall, dass das eine Sache ist, die zu deinen Designs passen würde. Ja, kann ich mir auch Ja. vorstellen. Wäre bestimmt cool, ja. Genau. Und jetzt wieder zurück zu deinem Design. Jetzt sind wir wieder kurz abgeschaltet. Entschuldige, Daft Punk, wenn ich Daft Punk höre, dann Macht ja geht nichts. bei mir die zack durch. MC schreibt auch einfach direkt auf Glas drucken lassen, hast du eben erzählt, auf Plexiglas, hast du ja mal machen lassen. Ja. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, soll ich Ja? mal anfangen? Ja, klar. Was ich dann Fang in ruhig der an. Regel mache, wenn ich so Skizzen habe, ist, ich ziehe mir die hier rein, habt ihr ja gesehen, und dann gehe ich erstmal auf die Deckkraft und auf Multiplizieren, weil ich lasse dann die Skizze tatsächlich als oberste Ebene. Und dann sehe ich nämlich, wenn ich jetzt irgendwas darunter dann irgendwelche Formen mache, sehe ich nämlich noch ja, in einem weißen Kreis ist clever, sehe ich nämlich dann noch die Skizze. Und verdeckt mir nicht selber was. Also das ist auf jeden Fall immer ganz hilfreich. Einfach oben drüber legen und dann multiplizieren. Und jetzt müssen wir mal schauen, womit wir anfangen. So oft mache ich nämlich auch nicht so ganz verworrene Dinge. Aber ich denke, es macht Sinn, jetzt hier einfach Part für Part lang zu gehen. Wir haben ja hier oben einmal diese Oberfläche. Dann hier die Ostereierkontrolle. Oder die Bio-Eier, wie Kevin das hier auch so schön genannt hat. Muss natürlich Bio Na, sein. natürlich Bio. Von glücklichen Hühnern. Und ja, ich denke, wir werden das so in Parts aufteilen. Und ja, mal gucken. Ich glaube. Obwohl, vielleicht fange ich auch einfach mit dem Vordergrund erstmal an, mit dem Hasen da. Mach's doch so, wie du es normalerweise machen würdest. Also, ich Es ist meine, tatsächlich immer ist unterschiedlich. unterschiedlich bei dir. Ne? Ja, Ja. gut, aber dann so, wie du es nach Gefühl jetzt machen würdest. Schauen wir mal, kriegen wir Im schon. Endeffekt, du bist der Künstler und das, was du machst, ist jetzt hier dein Wort. Ja, mit dem Ausdruck Künstler tue ich mich immer etwas schwer. Artist? Auch ich muss da irgendwie erstmal reinwachsen. Das ist, weiß ich nicht. Wie würdest du dich denn bezeichnen? Mittlerweile, und auch dafür habe ich lange gebraucht, um das irgendwie über die Lippen zu bekommen. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin Illustrator tatsächlich. Und klar, das ist eine Form von Kunst. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, mit Künstler, also es stimmt sicherlich irgendwo, aber es ist immer so eine Definitionsfrage und Künstler klingt immer so hochgestochen irgendwie. Ja, gut, es kommt Und immer darauf an, wo du bist und wen du es erzählst, aber klar, ja. ja, ich bin da relativ bodenständig und Ja, gut, das mal war jetzt auch gucken. nicht so gemeint, also, Nee, ach ja. Quatsch, alles gut. Na. Welchen Begriff ich immer ganz cool finde, ist Content Producer.
Ja, das trifft bei mir auch tatsächlich Ja. zu. Ich meine, der Großteil meiner Jobs sehen ja Ja. so aus, dass ich irgendwie Content Produziere und erstelle. exakt. Ja. Finde auch, das ist auch ein Begriff, den man auch heutzutage gut verwenden kann. Also jetzt auch zeitgemäß ist. Ja, absolut. Zack. Und Tim fragt, das mit dem Panther. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Was genau hast du gemeint, Tim? Jetzt bin ich gerade so ein bisschen raus. Oder weißt du das zufällig? Hast du nur gefragt, das mit dem Panther? Ich weiß nicht genau, was er mit dem Panther meint. Ich habe Haben wir so viele Themen jetzt eben geredet, das ist tatsächlich für Black Panther hatte ich eine Illustration, die jetzt noch gar nicht so alt ist, gemacht und auch in der Vergangenheit noch mal ein Avatar. Und ich hatte auch mal ein Panther-Icon irgendwie, also ein normaler Panther. Aber ich weiß nicht, wie er da jetzt drauf Ja, kommt. ich habe es erst gerade nochmal geschrieben, er meinte das Daft Punk-Ölgemälde. Ja, aber Ach ja, so, genau okay. das. Dieses Daft Punk-Ölgemälde mit dem Panther vorne dran, das so eine Hommage an, ich weiß nicht mehr, an welchen Künstler er mich erinnert. Ich habe das Bild gerade auch tatsächlich nicht mehr im Kopf. Aber ja, es war tatsächlich das mit dem Panther. Kevin fragt nochmal, hast du schon eine Farbpalette für die Illustration vorbereitet? Oder beziehungsweise, wie findest du deine Farben generell für eine Illustration? Oder wovon lässt du dich inspirieren? Sagen wir es mal so. Viel Intuition und Gefühl. Also ich habe hier, obwohl es hier sicherlich Sinn gemacht hätte, sich eine Farbpalette vorzubereiten, weil Farben dann aussuchen teilweise wirklich lange dauert und schwierig ist. Hier habe ich nichts vorbereitet und auch bei anderen Sachen, also es, keine Ahnung, es kommt immer ein bisschen drauf an. Also das, was ich für die Boxen zum Beispiel für Logitech jetzt gemacht habe vor kurzem, da habe ich erstmal beides ausprobiert in bunt, also mit natürlichen Farben. Und dann aber auch monochrom, immer nur mit einer Farbe oder einer Farbe, also mit Abstufung und einer Akzentfarbe. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man möchte. Also das sah in bunt, sahen die Boxen sehr nach Kinderbuchillustrationen aus, was so jetzt erstmal ja nichts Schlechtes ist, aber für den Kunden glaube ich nicht so das Richtige. Und da bin ich dann spontan hingegangen und habe quasi dann mich für Monochrom entschieden. Und auch hier wird es, glaube ich, so ablaufen, dass ich jetzt erstmal das alles baue und irgendwie in irgendwelchen Farben und dann letztendlich vielleicht dann mal gucke, ob es mit weniger Farben vielleicht ein bisschen cooler aussieht oder. Also reduziert ist eher so, du hast eine reduzierte Farbwahl, das sieht man ja auch bei dem letzten, was du gebaut hattest, bei dem Superhelden, ne, bei dem Illustrator Superhelden, hast du eigentlich eine eher kleinere Farbpalette, die dann aber auch wirklich sehr, wie sage ich das am besten, akzentuiert ist. Also du hast halt ein, zwei Hauptfarben, die halt den Akzent geben und dann eben die Farben, die das Ganze unterstützen. Ne? In dem Fall Genau. Grau, also Grau, Grau, Töne, wie auch ja, immer, die Grau, Grau, Graupalette. die Graupalette, genau. Und dann eben als Akzentfarbe verschiedene Orangetöne. Genau. Und das hat ja auch gereicht. Ne? Das reicht ja auch vollkommen, wie man es ja gesehen hat. Auch bei dem, was du jetzt eben nochmal gezeigt hast, dem Photoshop America Verschnitt, war es ja auch eben blau die Mainfarbe und dann eben verziert und akzentuiert mit kleineren Details und mit anderen Nebenfarben. Ja, es kommt wirklich immer darauf an, was man braucht. Also ich arbeite auch gerne mit vielen Farben, wenn es sich anbietet. Aber je nachdem, worum es geht, ist es mir halt wichtig, dass es nicht so sehr nach Kinderbüchlein aussieht. Ja, wenn es vom Thema passt, super. Wenn nicht. Also hier kann ich mir zum Beispiel jetzt vorstellen, dass auch mehrere Farben in Ordnung sind oder bunt, weil es für Ostern Ja. muss man dann mal schauen. Also deswegen oft gehe ich dann erstmal hin und ja, baue mir das Ganze zusammen. Ich weiß, dass viele andere Illustratoren tatsächlich sich mit einer Farbpalette vorbereiten und dann auch nur daraus picken. Ist sicherlich sinnvoll auch, aber das ist immer so ein bisschen projektbezogen. Nutzt du auch manchmal, es gibt ja diese grandiose App, jetzt muss ich wieder, Achtung, jetzt folgt ein bisschen Werbung. Ich wollte es mal gesagt haben, nein, aber Capture? Capture CC, genau, darauf wollte ich hinaus, weil das ist ja gerade jetzt zu dem Thema super passend. Wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem, ich könnte mir das gut vorstellen, wenn du zum Beispiel in irgendeinem Museum wärst, ich weiß nicht, ob du in Museen gehst oft, aber Hin und wieder. ja, und wenn du dann zum Beispiel eine bestimmte Farbkombination siehst oder bestimmte Farben, die zueinander gut passen, dass du dann wirklich auch mit Capture CC hingehst und das machst.
Museum habe ich so noch nicht gemacht. Ich habe es tatsächlich draußen im Park und so teilweise schon gemacht, also so ganz klischeemäßig bei Blumen. Ich benutze es auch nicht so oft, aber hin und wieder mal, und da ist es eigentlich immer recht hilfreich, weil man so mit dem Auge ja gar nicht erfassen kann, wirklich, was für verschiedene Farbtöne teilweise in der Natur drinstecken. Und ne, ist auf jeden Fall hilfreich. Für all die, die nicht wissen, was Capture CC ist, es ist eine coole App, die es kostenlos gibt im App Store, beziehungsweise ich glaube, bei Android, auf Android müsste es die auch geben. Bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber mit der App kannst du quasi, wenn du in einem bestimmten Raum bist oder wenn du eine bestimmte Sache von der Farbkonstellation cool findest, mit deinem Handy sozusagen die Kamera das fotografieren lassen und daraus dann eben eine bestimmte Farbpalette ermitteln. Also man kann praktisch selbst sich die bestimmten Farben daraus genau, picken. rauspicken, du kannst es markieren und dann dementsprechend direkt aus dem Bild heraus eine eigene Farbpalette entwickeln, die du dann entweder in Photoshop, InDesign, Illustrator kippen kannst. Die wird dann einfach automatisch synchronisiert, wenn man das eingestellt hat, dementsprechend. Und das finde ich zum Beispiel super cool, vor allen Dingen auch mit diesem Aspekt, dass du ja auch aus diesen Fotos, die du dir pickst, Brushes entwickeln kannst. Ja, da gab es so ein cooles Demo-Video von einer Dame, die praktisch Bambus ganz cool fand und die ist dann halt einfach hingegangen, hat so einen Bambushalm mit Blättern fotografiert und sich daraus ein Brush gebastelt. Mega cool. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen für die Leute, die mit Photoshop tatsächlich malen und zeichnen, oder auch mit Sketch eine richtig coole Ja, Sache. also gerade als Illustrator, glaube ich, ist das für dich auch eine App, die sehr, sehr hilfreich sein kann. Also, Wenn man sie nutzt, ja. Aber ja. es ist ja mit so vielen technischen Sachen, es gibt mittlerweile da so viel Unterstützung, dass man erstmal irgendwie dazu kommen muss, sich mit den Sachen tatsächlich auch auseinanderzusetzen. Genau. Und Tim sagt jetzt auch ganz richtig, es ist natürlich nicht nur für Brushes oder auch für Farbkombinationen, Farbpaletten, sondern du kannst es auch für Formen, für Schriften, Materialien jeglicher Art oder auch Pinsel benutzen und Muster. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und ich finde es auch super cool, dass wir die auch kostenlos anbieten, weil das so ein nettes Gimmick ist für nebenbei. Es ist natürlich keine Riesen-App, aber es tut genau das, was es soll, nämlich dir die Möglichkeit geben, bestimmte Kombinationen, bestimmte Sachen aus der realen Welt aufzunehmen oder auch abzufotografieren generell und daraus sich für sein nächstes Kunstwerk, für die nächste Illustration was zusammenzubasteln Ich finde zunächst. das Feature mit den Schriften sehr cool. Das ist ja noch gar nicht so alt. Ja, das ist relativ neu tatsächlich. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, wenn man eine Schrift sieht, die einem gefällt, und dann wird einem da eine ähnliche Schrift oder sogar die exakte Schrift ausgespuckt. Sehr, sehr cool. Genau. Anzi schreibt, zeichnest du eigentlich alle Linien als Flächen oder arbeitest du bei einigen Linien auch nur mit Konturen? Den Großteil mache ich als Fläche tatsächlich, aber gerade wenn es dann um so Geschichten geht, also jetzt mal hier als Beispiel über dem Auge, Ja, es ist so cool. wo ich dünne Linien habe, die aber trotzdem irgendwie gleichmäßig sein sollen, dann arbeite ich schon mit der Kontur, und dann ja, wenn ich sie jetzt finde auf dem Computer, auf dem großen Computer sieht es irgendwie anders aus. Wie gesagt, also der Moritz hat zu Hause eigentlich einen 60 Zoll 4K Flatscreen, so groß. Beamer. Beamer. Beamer Benz or Bentley. Beamer, ja, aber das Phänomen kenne ich tatsächlich. Ich habe zwar keinen riesen Bildschirm, aber drei Screens zu meinem Laptop. Und wenn man das dann einfach reduziert, ne, und auch bei dir da mit der Fläche und der Ja. Größe, es ist ungewohnt. Siehst du eigentlich, Ach, hier unten. Ich bin blind. Ja, wie bitte? alles gut. Hast du eigentlich, also spürst du einen Unterschied, wenn es darum geht, dass du dein Tablet benutzt, jetzt in Bezug auf die Bildgröße, auf deine Bildschirmgröße? Weil du hast ja eigentlich so ein Riesenscreen und musst du das dann umstellen, dass du dann dich schneller bewegen kannst oder Nee, weil das wird einfach ich automatisch? habe auf dem Tablet tatsächlich eh nur so eine kleine Eingabefläche mir eingestellt, damit ich überall schnell hinkomme. Und das passt sich an sich an, das ist weniger das Das Problem. hast du auf automatisch geschaltet. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, bitte nicht automatisch umswitchen auch wenn sich die Größe ändert von deinem Bildschirm. Und du dann sozusagen, wenn du jetzt einen viel größeren Bildschirm hättest, aber dann mit der gleichen Konfiguration weiterarbeiten würdest, dass du dann praktisch es schwieriger hättest. Also, aber das
Wenn du es auch automatisch hast, dann übrigens sich das Wahrscheinlich, weil ich mich da gar nicht jetzt, bevor ich hier hingekommen bin, bewusst drum gekümmert habe. Das ja. funktioniert Schön. Gott sei Dank einfach so. Ich weiß, ich immer so cool finde, dass du bei deinen Charakteren und bei deinen Illustrationen auch immer so eine richtig schön markante Jawline reinmachst. Das haben wir auch gestern gehabt bei deinem Transformer Schrägstrich Power Power Ranger. Ranger Schrägstrich alles Mögliche drin. Da hat ja auch so eine schöne markante Jawline gehabt. Das finde ich cool, das gefällt mir sehr. Ja, müssen mal gucken. Ich irgendwie so richtig zurecht komme ich gerade bei dem Häschen hier noch nicht. Aber erfahrungsgemäß Das kommt. funktioniert das dann am Ende trotzdem noch. Das kommt. Was mich noch interessiert hätte zu dem Thema Farbpaletten, wenn du jetzt hier wie hier ein Tier hast, also etwas aus der realen Welt, was jetzt für dich nicht fiktiv ist, mischst du das dann durch, dass du sagst, mal so im Sinne von, du nimmst die Farbpalette basierend auf deinen eigenen Konzepten, auf deiner Intuition, wie du eben gesagt hast, oder nimmst du dann auch tatsächlich Vorbild an echten Tieren? Also beispielsweise, du hast ja jetzt über Adobe Stock, hast ja an der Seite jetzt hier zum Beispiel so eine Art Moodboard, hast du ja gemacht. Und so ein Hase, je nachdem, kann halt mal grau sein, der kann ja mal schwarz sein, mal braun. So hast du ihn jetzt ja so braun-grau gemacht. Nimmst du dann auch tatsächlich an diesen echten Tieren deine Inspiration manchmal, beziehungsweise von den Farbpaletten die Farben, oder trotzdem? Definitiv. Also wenn, wie gesagt, das mit der Farbpalette ist immer sehr projektbezogen und bei freien Projekten auch so ein bisschen stimmungsmäßig, wie ich es dann irgendwie in dem Moment am schönsten oder am coolsten finde. Und wenn es dann passt, dass der Hase traditionell braun, beige oder schwarz oder weiß ist, dann wird er das. Wenn es ins Projekt passt, wird er aber auch mal bunt. Also Also kann kann auch schon auch mal grün werden, wenn es irgendwie. theoretisch, wenn es rein. Ha, ich habe noch nicht so oft jetzt irgendwie Hasen gemacht, aber Aber generell bei rein. Tieren oder echten Lebewesen, wenn du die irgendwo integrierst. Jetzt zum Beispiel dieses Logo, wenn ich jetzt wenn ich jetzt an deinen Instagram-Channel denke, beziehungsweise an deinen Behance-Channel, hast du ja dieses Logo gemacht, dieses coole Wildlife-Logo mit Elefant und Giraffe und Park Ranger Auto, so Mit ein dem Jeep. Jeep, genau. Genau. Da hast du ja dich auch an den originalen Farben orientiert. Es war tatsächlich aber Zufall, weil die Farbpalette war vorgegeben Ach so, vom Kunden. Genau, die war tatsächlich der vorgegeben. hatte sich schon was überlegt, da, wie das Ganze farblich ungefähr aussehen soll, weil er, glaube ich, auch die restliche Promotion für den Film so mit der Farbpalette irgendwie geplant hat. Und das hat dann mehr aus Zufall ganz gut reingepasst, dass der Elefant halt dieses Grün-Grau bekommt. Und das war tatsächlich eher Zufall. Aber wie gesagt, das ist immer unterschiedlich. Und auch hier ist noch nicht sicher, nur weil der Hase jetzt gerade braun ist, ob er dann im Endeffekt auch braun wird. Also Je nachdem, was du dir jetzt praktisch für den Rest überlegt hast, genau, so dass sondern es wir auch können dann das ja mal rauskommt. gerade zeigen. Also, weil die Idee stammt eigentlich hier von dem Ding, wo ich es ein bisschen kleiner kriege. Sollte eigentlich. Aber er macht es nur größer. Ist auch gut. Ah, jetzt hier so. Das war also die erste Illustration oder Grafik, die ich tatsächlich so verworren und mit ganz vielen Kleinigkeiten gemacht habe. Und hier habe ich mich dann irgendwie auch während des Prozesses dazu entschieden, halt hauptsächlich dieses Orange und ja, Türkis, wenn man es so nennen kann, zu nehmen und dann alles in den Farben irgendwie zu machen, plus Weiß und Schwarz und Grautöne. Deswegen mal gucken, was dann am Ende des Tages hier farblich hiermit passiert. Ja gut, Schauen wir aber mal. das, wie gesagt, das ist ja deine Vorstellung jetzt entsprechend offen. Also, es sei denn, du willst sagen, du willst das der Community überlassen und sagen, hier, Farbe könnt ihr auswählen, wie der Hase werden soll. Habe ich grundsätzlich auch kein Problem mit. Allerdings besser erst an dem Punkt, wenn ich ein bisschen weiter bin Klar, und klar. ein bisschen mehr abschätzen kann, ob Wir haben ja noch ein bisschen es in Zeit. irgendeiner Form funktioniert, das Ganze zweifarbig zu machen. Wir haben ja, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Ernst fragt auch, welcher Modus wird beim Pathfinder benutzt? Welcher Modus? Ja, welcher Modus du? Ich Ich weiß jetzt nicht, ob das generell gemeint wird oder. benutze beim Pathfinder eigentlich hauptsächlich hier die drei obersten. Also hier, das ist ja, um Ebenen irgendwie zu verbinden, wenn du zwei Ebenen hast, die zu einer werden sollen.
Ich glaube, jetzt, wenn man dann gefragt wird, ne, weiß man sich gar nicht mehr sicher. Das kenne ich auch, ja. Dann benutze ich hier Schnittmenge bilden. Das ist dann immer, wenn ich irgendwelche, ich habe meine Grundform, ich hatte ja den Hasenkopf hier vorher einmal komplett gemacht. Und wenn dann ich dann irgendwas habe, was dann hier drüber steht, also weil es wäre jetzt viel aufwendiger, wenn man sich das hier mal in der Linienansicht anguckt, das hier selber nachzuziehen jetzt mit dem Pfad. Und dann kann ich das hier einfach drüber machen und dann, zack, fällt das da unten weg. Bei dem benutze ich sehr oft oder dann auch, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich habe zwei Kreise oder was auch immer und ich will das hier ausschneiden, dann Ja. benutze ich den mittleren und dann schneide ich Ja, das du quasi weg. variierst dann auch tatsächlich immer zwischen den einzelnen durch und Genau, je je nachdem, was du nachdem, gerade was ich brauchst. brauche, ja. Finde ich super interessant. Also gerade für mich als Illustrator-Laie sozusagen. Aber auch hier gibt es mittlerweile auch noch andere Wege in Illustrator. Also du kannst mittlerweile auch hier, nehmen wir wieder die beiden Kreise. So, ja. So. Wo ist es jetzt? Shortcut ist bei, meine ich immer, M. Völlig verwirrt hier, wenn ich plötzlich die Shortcuts nennen soll und ja, genau. Wie nennt man die Taste zum Großschreiben? Shift. Shift, genau, exakt. Umschalt oder Shift? Genau, mit Shift und M kommt Das man weiß dann ich. auf, hier ist es auch, auf das Form-Erstellungswerkzeug. Und damit kann man das halt theoretisch auch vieles von Pathfinder machen, indem man dann hier das einfach wegnimmt. Ja, du Oder hast auch die hier. Vergesslichkeitskrankheit, ne? Also ich kenne Ja. das auch. Manchmal hat man so viele Werkzeuge im Kopf, dass man einfach vergisst, wie das ein oder andere Basic-Ding heißt, obwohl man es so Ja, lange benutzt und gehört hat. gerade wir hatten ja gestern über die Shortcuts geredet, Ja. gerade wenn man sich irgendwie ein paar dann Denkst angeeignet hat. es ja gar nicht mehr, ne? Du machst Ja. einfach, ohne hinzugucken. Quasi, Und das ist wie mit dem Autofahren. ja, Da denkt man genau. irgendwann ja auch nicht mehr übers Schalten nach. Ja, das stimmt. Ja, es kommen jetzt auch hier wieder ganz viele neue Fragen rein. Das finde ich Ja, super. immer her damit. Genau, wie gesagt, immer wenn ihr Fragen habt, gerne einfach kommentieren. Und wenn ihr auf Adobe Live seid und Probleme beim Kommentieren habt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr mit eurem YouTube-Konto nicht eingeloggt seid auf YouTube, beziehungsweise mit eurem Gmail-Account, Google-Konto-Account, der mit YouTube verbunden ist bei euch. Einfach nur kurz einloggen, wieder zurück auf adobelive.com und dann geht das schon. Beziehungsweise, wenn ihr auf YouTube seid, sowieso müsst ihr sowieso eingeloggt sein, damit ihr kommentieren könnt. Und wir freuen uns auf eure Kommentare. Jetzt lese ich schon mal ein paar vor. Und zwar, zack, 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 haben wir hier einmal, genau, der Kevin hat eben noch dazu geschrieben, das wollte ich auch noch eben sagen. Das Shaper-Werkzeug findet er auch super. Und der Lenny McLaughlin hat direkt drunter kommentiert, ja, das Shaper-Werkzeug ist für die Menschen, die sich nicht mit dem Pathfinder beschäftigen wollen. Was, vielleicht kann ja jemand sagen, wie ich das Shaper-Werkzeug anwähle, weil ich Genau, habe es so gerade gar nicht im Kopf. ich kenne das tatsächlich auch nicht. Aber der Tim, beziehungsweise der Kevin, kann uns ja mal kurz nochmal im Chat erklären, was genau er damit meint. Und dann können wir uns das ja mal Ja, das angucken. wär cool. Ja. Und in der Zeit haben wir noch eine andere Frage vom Helmut, unserem Kölle-Mainz-Fan hat gefragt, ob du schon mal ein fast fertiges Projekt einfach komplett in die Tonne gehauen hast, weil du gar nicht zufrieden warst und nochmal neu angefangen hast. Ich habe zwar so jetzt nicht aus dem Stegreif eins im Kopf, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil weiß ich nicht, manchmal verhaspelt man sich ja dann auch bei Projekten und arbeitet irgendwie stundenlang und guckt nicht rechts, guckt nicht links. Und am Ende des Tages sieht man dann, okay, sieht total scheiße aus oder gar nicht so, wie man gewollt hat. Und ja, dann passiert es auch schon mal, dass ich dann nochmal neu anfange oder merke, okay, ein anderer Weg funktioniert einfach besser. Es gehört halt auch dazu, irgendwo ein bisschen. Beziehungsweise man lernt dann irgendwann daraus, dass man auch hier und da, gerade wenn man mehrere Stunden dann an was sitzt, auch mal irgendwie vor die Tür gehen sollte, ein bisschen frische Luft schnappen sollte und sich das Projekt ein bisschen später nochmal angucken sollte, statt Ja. stupide drauf loszuarbeiten und Das hatten wir heute Mittag auch mit Percy festgestellt, dass es manchmal echt auch gut ist, ne? Einfach mal zu sagen, einen Tag warten oder einfach mal sagen, je nachdem, ob du zufrieden bist oder auch wenn du sagst, du bist eigentlich jetzt einfach viel zu tief drin und musst vielleicht einfach einen Schritt zurückgehen. Da ist es manchmal ganz hilfreich, einfach nur zu sagen, hey, wie du jetzt gesagt hast, einmal vor die Tür gehen oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen.
Um dann am nächsten Tag oder später einfach nochmal hinzugehen und zu gucken, passt das jetzt oder habe ich jetzt vielleicht was Neues? Kann ich jetzt einfach nochmal mit neuem Atem da reingehen und weitermachen? Und finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen, was ich auch cool finde, was ich jetzt bei dir sehe, du hast jetzt auch von dem Stil, wie du an dein Projekt rangehst, im Vergleich zum Percy beispielsweise. Wie gesagt, man kann das ja nie so richtig vergleichen, weil jeder Content Producer ist ein bisschen anders und jeder hat natürlich seinen einzigartigen Stil. Wie gesagt, ich finde, Moritz ist in keinster Weise hinter Percy und andersrum. Jeder hat, das kann Alles man auch gar nicht gut. vergleichen. Genau. Nee, das Kann man kann man überhaupt nicht wirklich nicht vergleichen. vergleichen. Aber worauf ich hinaus wollte, war tatsächlich der Unterschied in der Herangehensweise, wie man das Projekt startet. Du hast jetzt deine beiden Scribbles gemacht, das war bei euch beiden gleich. Und jetzt gehst du praktisch dahin und sagst, ich nehme jetzt erstmal mir die erste Figur vor in dem Ganzen und fange dort auch schon mit nicht nur mit einer groben Fläche an, sondern auch schon mit kleineren Details, beziehungsweise mit dem Shapen und Formen, was du jetzt schon machst. Ne? Du hast jetzt hier die ersten Konturen gezeichnet vom Gesicht, inklusive der Fläche. Jetzt kriegt das Häschen eben auch schon die Krawatte um. Und beim Percy zum Beispiel war es ja dann heute Mittag so, dass der Percy praktisch erstmal eine Fläche gemacht hat. Ja, habe ich gesehen, das war sehr Genau. interessant. Erst mit Schwarz irgendwie, dann, Genau. also für den Betrachter erstmal wirre Flächen gezeichnet hat. Hattet ihr wegen dem Shaper-Tool gefragt vorher? Ja. Wusstest du nicht, was es war? Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, was es war. Vielleicht benutze ich es, aber Ich kenne es so. tatsächlich Soll ich auch es nicht. dir Schnell zeigen? immer her, gerne. Jetzt kommt der Warte mal, ich Profi. mache ein neues Dokument auf. Ist Der klar. Profi Rufus ist hier. Ja, das ist nämlich ein echtes cooles Tool in Illustrator. Da. Gibt es? Ich mache es. Ja, ich setze mich schnell. Ja. So, meine Damen und Herren, der neue So. Stream mit Rufus. Genau. Unser Ich bin neues. noch mal weg. Was schön mit euch. Danke, danke. Wir Nein, machen guck, jetzt hier ist ganz, ich mache da ein paar Rückkehr. Zirkel da. Tu das da drauf. Ups, nein, ich das wollte kopieren. Und mach da in die Mitte. Das kopiere ich jetzt auch hier runter in die Mitte. Okay, und alles zentriere ich. Wo ist das? Ausrichten. Die Mitte. Okay. Und jetzt habe ich alle diese Teile, oder? Und mit dem Shaper-Tool, Formenerstellungswerkzeug, kann ich einfach sagen, okay. Ah, dann ist das tatsächlich das, was ich vorhin auch hatte. Ah, Ja, okay, und das fügt dann automatisch ja. intelligent die Form zusammen. Genau. Und ich kann sagen, das Minus und das Verstehe. ist ein Loch. Und wenn ich dieses Teil jetzt einfach nehme und sage, okay, das ist jetzt schwarz. Oh, jetzt habe ich natürlich einen Fehler irgendwo gemacht, aber warte. Das ist weiß. Ja, genau. Puff. Ah, super. Vielen Dank. So geht's. Vielen Dank, Rufus. Shape it, baby. Kann man da nur sagen. Ja, das Cool. war das, wo ich eben den Shortcut einfach nur hatte, aber keine Ahnung habe, wo es ist Ja, und sonst was. da haben wir es wieder mit dir, ne? Wie Ja. heißen die Sachen eigentlich? Weil man es oft einfach nur macht. Also wie gesagt, ich bin ja sowieso nicht so tief drin in Illustrator, da bist du und der Rufus die absoluten Kenner im Vergleich zu mir. Aber das war auf jeden Fall mal interessant zu sehen, weil das. Es ist halt einfacher als der Pathfinder. Also, weil es ist, sagen wir, es ist Klar. intuitiver. Klar. Ja? Aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen Gewohnheitstier. Und Ja, das ist ja wieder das Thema, wie auch bei Photoshop und anderen Tools auch, dass du im Prinzip, um dein Ziel zu erreichen, sehr viele verschiedene Wege gehen kannst. absolut. Ja, und dann ist halt natürlich die Frage, was ist für dich A am komfortabelsten und B spart für deinen Workflow die meiste Zeit. Richtig. Ja, und das ist auf jeden Fall ein cooler Einblick gewesen. Danke, Rufus. Das war super, super. Again, what learned, hat gestern einer gesagt. Das fand ich ganz cool. Und jetzt hier auch in Bezug auf den Hasen, ne? Da gab es so eine Kollektion an Postkarten, das passt auch jetzt ganz gut wieder, die ich mal gesehen habe. Und das war dann, man hat praktisch deutsche Sprichwörter oder deutsche Formulierungen genommen und dann Eins zu praktisch, eins auf Englisch genau, so übersetzt. Floskeln, so dieses Now you know how the bunny runs oder irgendwie I think you are on the woodway. Fand ich eigentlich ganz lustig. Passt jetzt hier gerade, ne? Now you know how the bunny runs. In der Tat. Hey, willkommen zurück, Thomas.
Larissa ist auch gut dabei. Super, super, dass ihr da seid. Hi, Maike nochmal. Und jetzt gucken wir nochmal kurz. Kevin schreibt. Profis bei der Arbeit und Enzi schreibt drunter, andersrum, Enzi schreibt rüber, Gast verdrängt. Sorry. Alles gut. Nee, das ist echt mal super interessant. Genau, Paul Junkin schreibt auch, Now we have the salad. Ja, diese Anekdoten sind ganz interessant, also. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist cool, ja. Also wie gesagt, das werde ich mir auf jeden Fall beim nächsten Mal, sollte ich irgendwann mal Illustrator wieder in die Hand nehmen, in nächster Zeit ausprobieren. Also ich kann das zwar mit dem Pathfinder, so wie du es jetzt auch eben gezeigt hast, aber mit dem Shaper-Werkzeug, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert gehabt. Na, dann merkt man halt mal wieder. Ich meine, das Ding ist normalerweise, wenn man hier irgendwie mit der Maus über die Werkzeuge rübergeht, ist ja auch beschrieben, was sie tun und wofür sie da sind. Ja, mittlerweile gibt es ja sogar Tooltips, ne? Und das finde ich Genau. eigentlich ganz cool, wenn du so, kannst du vielleicht mal kurz zeigen, wenn du so über ein Werkzeug so kurz mal drauf hältst. Ah, bei Illustrator noch nicht bei allen, glaube ich. Also bei Photoshop ist es auf jeden Fall so, dass du, Aber wenn du, vielleicht. genau, bei Photoshop kannst du vielleicht mal zeigen, weil wenn du da zum Beispiel bei einem Werkzeug einfach stehen bleibst, ja, genau, da kommt nämlich das, so eine kleine Animation, so ein kleines Video. Praktisch. Das ist jetzt bei den, vor allen Dingen bei den neueren Tools, auch bei Lightroom CC ist das so. Siehst du, jetzt musst du natürlich wieder in die Fotografenrichtung gehen. Hast du das überall dabei mittlerweile? Und das finde ich auch ein cooles Feature, ne? Das, also gerade wenn du Beginner bist und wenn du noch nicht so tief in der Materie bist, kriegst du noch so ein kleines Infokästchen, das dir nochmal genau zeigt, was macht das Tool eigentlich und was ist der dazugehörige Shortcut, damit du dir auch direkt das mit einprägen kannst. Ja, definitiv praktisch. Also mal, ich auch immer sehr lesefaul war, früher als ich die Programme gelernt habe und den Pathfinder habe ich durch wildes Rumprobieren Rumprobieren. irgendwann nach Ewigkeiten habe ich dann mal verstanden, welches dieser Dinger wofür ist. Er hätte auch einfach lesen können, ne? Ja, gut, aber ich meine, probieren geht über Studieren. Nicht Absolut. wahr? Und das, am Anfang ist man sowieso, also ich kenne das zum Beispiel generell, wenn ich irgendwas Neues habe, das ist ja auch so ein bisschen diese Männerkrankheit. Ne? Also ich denke jetzt hier gerade so an IKEA-Regal aufbauen oder halt irgendwie man hat ein neues Game in der Hand und man will sich gar nicht die Bedienungsanleitung durchlesen. Natürlich Ja. nicht. Du willst einfach mal loslegen und drauf los. Ne? Probier das mit Lego. Ja, genau. Rufus meint auch schon, probiert das mit Lego. Ja. Ja, da hast du echt, also dieses, man weigert sich vehement, Hilfe anzunehmen. Ne? Oder auch wenn man auf Ja. der Straße ist, anstatt zu sagen, ich frage jetzt einfach den Nächsten, wo der Weg ist, dass man dann wirklich einfach versucht, ich krieg das jetzt trotzdem, ich schaff das schon. Ne? Das ist nur der letzte Ausweg. In der Tat. Genau. Ja. Ja, aber ich meine, dafür lernst du halt dann auch, ich sag mal, auf eigene Faust, wie das Ja, funktioniert. ein bisschen langsamer, aber Langsam, aber stetig. richtig. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Ne? Beziehungsweise durch Rumprobieren. Das sowieso. Zack. Ach ja, dieser Hase. Der Kevin hatte übrigens geschrieben, er hätte ihn gerne in Gold. In Gold. Ja, da müssen wir aber auch ein rotes Schleifchen drum machen mit so einer Glocke und dann noch Lind draufschreiben. Ja, Schokohasen. genau. So ein Lindhase. Aber können wir nochmal gucken. Wenn das dann passt, kann man noch überlegen, ob man den vielleicht Gold macht. Oder in einer anderen Farbe, die vielleicht als cooler Kontrast dient zum Rest des Bildes. Ja, ich denke, da werden wir dann morgen hoffentlich soweit sein, dass wir dann uns um die Farben tatsächlich kümmern können. Glaube ich auch. Für alle die jetzt neu nochmal dabei sind, herzlich willkommen. Wir sind Hallo hier, zusammen. genau, wir sind hier bei dem Spiel Adobe Live aus München und der Moritz Adam Schmidt ist hier zu Gast heute. Super cooler Typ, wie ihr sehen könnt. Danke Der sehr. kann alles in Illustrator, außer das Shaper-Werkzeug. Das Außer das kannte er jetzt nicht, Shaper-Werkzeug. aber weiß er jetzt, wird nicht nochmal passieren. Falls ihr auf Adobe.com.live, nein, AdobeLive.com seid natürlich und zuseht und auch gerne mitkommentieren wollt, was wir uns natürlich von euch wünschen, das finde ich super toll. Je mehr ihr kommentiert, desto mehr Fragen können wir beantworten, beziehungsweise in erster Linie natürlich Moritz. Und falls ihr Probleme damit habt, weil er irgendwie unten in der Box steht, bitte einloggen. Dann müsst ihr euch über euer YouTube-Konto, beziehungsweise euer Google-Konto, das mit YouTube vernetzt ist, auf YouTube anmelden und dann funktioniert das. Und wenn ihr auf YouTube direkt seid und zuschaut, dann funktioniert das sowieso, wenn ihr da eingeloggt seid. Nur, dass ihr es nochmal
nochmal wisst. Und ja, lieber Tim, du musst auf jeden Fall auch nochmal nach München kommen. Freuen wir uns natürlich. Kevin hat jetzt auch nochmal so einen kleinen Hovering Art Director Witz reingebracht. Just make it pop. Aber apropos Hovering Art Director, das wollte ich dich sowieso mal fragen. Hast du auch, also du bist ja jetzt freiberuflich, klar, du machst das ja jetzt hier für dich als Freiberufler. Hast du schon mal in einer Agentur gearbeitet, beziehungsweise könntest du dir das vorstellen, auch in einer Agentur zu arbeiten? Ich habe, als ich noch Student war, habe ich in einem Coworking Space gearbeitet, wo ich dann als Designer, Webdesigner, Mädchen für alles irgendwie unterwegs war. The girl next door, sozusagen. Und das, also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es waren hauptsächlich Programmierer da. Also ich war da der einzige Paradiesvogel, in Anführungsstrichen. Einzige Paradies für, okay. Nee, das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Und also, weil jetzt als Freiberufler, ich sitze halt viel alleine zu Hause. Ich weiß nicht, ob das Thema mit Kati gestern auch schon mal aufkam, dieser Punkt der Vereinsamung. Ja. Also, das hat halt alles Vor- und Nachteile. Also, das war okay für mich als Student. Ich habe ja gestern schon mal kurz erzählt, dann nach dem Studium habe ich ja eigentlich nach einer Anstellung in einer Agentur gesucht, habe aber keine gefunden. Gut, ich habe zugegebenermaßen auch nur eine Bewerbung geschrieben. Und die wollten dann aber eher jemanden, der so im Editorial-Bereich fit ist. Und was ja auch okay ist, mein Gott. Gut. Aber also so richtig gesucht habe ich nicht, weil für mich eigentlich klar war, ich möchte freiberuflich, also weil nach dem Studium war ich ja dann schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr Freiberufler. Und das wollte ich irgendwie nicht aufgeben. Deswegen so richtig habe ich auch nicht gesucht. Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Also, Oh, du hast ja schon die Erfahrung gemacht, von daher kannst du es ja unterscheiden. Von daher ist es ja, ja, ich denke, es ja ist okay. tatsächlich, wenn man in einer vernünftigen Agentur mit anderen Designern und so zusammenarbeitet, auch nochmal ein bisschen was anderes und sicherlich auch eine coole Sache, weil ich halt gar keine Kontakte in Köln habe, irgendwie aus dem kreativen Bereich, was so ein bisschen schade ist, weil Percy und Kati hatten es ja auch schon erzählt, irgendwie gestern und heute, dass sie sich da mit Kommilitonen und Ja. Bekannten dann austauschen oder sich auch hier und da mal Tipps holen können oder Fragen stellen können. Das ist bei mir halt so ein bisschen schwierig, leider. Da musst du nach München kommen. Ja, oder nach Hamburg oder Oder nach nach Hamburg oder Berlin. Berlin, ja. Ja, aber irgendwie mag ich Aber Köln. ja, Köln ist auch schön. Also, aber ich dachte gerade, Köln bzw. Düsseldorf ist ja eigentlich auch so eine Agenturenstadt. Ne? Definitiv, aber halt auch viel Werbung. Und Ja, als das stimmt. Illustrator eine Anstellung zu bekommen, ist, glaube ich, eh relativ Bisschen schwierig. schwieriger, ja. Du bist dann immer dazu gebucht von der Agentur, Genau, wenn dann, so ne? läuft es ja jetzt gerade im Moment bei mir auch. Also ich bin schon glücklich mit dem, wie es jetzt ist und werde das auch, wenn es irgendwie geht, so weitermachen. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Ne? Ich meine, Ja, auf jeden Fall. wenn das alles so funktioniert, wunderbar. Wenn nicht, dann muss man auch, glaube ich, den Tatsachen dann ins Auge sehen und sagen, okay, klappt nicht. Und sich dann halt einen Job suchen, wirklich in Anführungsstrichen. Ich glaube, das läuft schon ganz gut bei dir. Also so wie wir das jetzt hier sehen, beziehungsweise dein Stil und die Performance, die du hier zeigst, zeugt zumindest davon, dass du dir, glaube ich, keine Sorgen machen musst, dass du da keine Aufträge kriegst. Also es sei denn, Klar. dieser Stil geht jetzt irgendwie in die Brüche und auf einmal will sie keine mehr haben, was ich aber nichts glaube. Ja, deswegen probiere ich mich ja auch weiterzuentwickeln, noch andere Sachen zu lernen. Aber nee, man weiß ja nie. Deswegen im Moment bin ich einfach nur froh, dass es so geht, wie es geht. Und werde da probieren, mich zu steigern und dann mal schauen, was die Zukunft bringt. Ne? Ja. Ansonsten, ich sehe jetzt nämlich hier auch öfter die Frage, so gibt es hier keine Netzwerktreffen bzw. Netzwerkpartys in Köln. Und da kam auch ein nettes Kommentar von unserem lieben Moderator da drüben, den ich jetzt nicht nennen will. In Köln kriegt man Internet in kleinen Gläsern serviert. Okay. In Schnapsgläser, genau. Ja, Also. was ich mich gefragt habe, ich denke mal, du bist halt auch zum Beispiel jemand, klar, du bist eigentlich eher so der Typ, sagst dir von dir selbst, der eher im Hintergrund ist, aber es wäre doch für dich doch mal eine super coole Übung, wenn du auch sagst, du willst was Neues ausprobieren, selbst so ein Netzwerk aufzubauen.
Es ist so, dass es tatsächlich in Köln so einen Designer-Grafiker-Stammtisch gibt. Habe ich jetzt erfahren. Also ich bin jetzt seit Anfang oder Ende Februar im Illustratorenverband. Hatte ich so entdeckt und dachte, ach ja, ist vielleicht eine ganz sinnvolle Sache. Und da habe ich dann entdeckt, dass es in Köln so einen Stammtisch gibt, der, glaube ich, einmal im Monat ist. Okay. Und ja, habe jetzt bisher noch nicht geschafft hinzugehen, aber das wollte ich auf jeden Fall mal machen und dann in Köln auch mal ein paar Kontakte knüpfen, weil es ist schön, wenn ich nach Hamburg komme oder ja, dann in Zukunft vielleicht auch, wenn ich hier nach Berlin komme, wenn ich dann Leute kenne und mich mit denen austauschen kann, das ist natürlich super, aber so oft bin ich ja nicht in München, Berlin oder Hamburg und in der Heimat da irgendwie Kontakte zu haben, wäre auch eine ganz feine Sache. Deswegen, da muss ich dann auf jeden Fall mal vorbei. Was ich dir gerne mitgeben kann, das machst du wahrscheinlich sowieso schon. Ich gehe gerne auf Channel, jetzt zum Beispiel auf Instagram, gehe ich gerne auf Channel, die ähnlich zu dem sind, was ich mache. Und dann gehe ich praktisch in deren Followerschaft. Also wem folgen die? Ich sag mal, ich würde jetzt dir folgen, ich wäre jetzt auch Illustrator und dann würde ich auf deinen Channel gehen und sagen, ich gucke mir mal an, wem du alles folgst. Ne? Und dann würde ich mir auch bei den Leuten einfach mal an, würde ich mir die Profile von denen angucken und dann einfach mal schauen, zum Beispiel, ist da jemand aus Köln dabei? Weil es ist ja auch relativ likely, dass du, wenn du jemanden hast, der Illustrator ist und auch so eine, du hast ja auch als bei dir in deinem Fall, es ist ja nicht dein privater Channel im Sinne von dein privater Instagram-Kanal für dich und deine Freunde, sondern das ist ja deine Seite, die du nach außen präsentieren möchtest, mit deinen Illustrationen etc. Genau. Ne? Und damit hast du ja auch oft, gerade auf diesem Kanal, folgst du ja dann auch Leuten auf Illustratoren-Hinsicht. Ne? Du Ja. folgst ja vielen Illustratoren. Ja, Genau. fast ausschließlich. Also Genau. nicht nur Illustratoren, aber ich folge eigentlich hauptsächlich Leuten, die Sachen machen, die mir gefallen. Auch als ich nutze Instagram halt auch als Inspirationsquelle viel. Genau, und da kannst du natürlich zum Beispiel einfach sagen, du gehst eben auf zum Beispiel auf deutsche Illustratoren-Channel von Leuten, die dir gefallen, wo du dir gesagt hast, und suchst bei denen, ob du da Leute findest, die zum Beispiel aus Köln kommen. Das ist vielleicht keine schlechte Ne? Idee. Weil so mache ich das zum Beispiel. Ich suche nämlich immer, da ich ja hier in München lebe mittlerweile, nicht mehr in Mainz leider, weil München ist auch eine sehr schöne Stadt, keine Frage, aber gerade in München oder gerade in der Großstadt verliert man sich ja oft schnell. Ne? Ich denke mal, du kennst das Phänomen, dass man da halt auch so schnell einfach, dadurch, dass so eine große Stadt ist und so viele Leute hier sind, nicht so schnell Leute kennenlernt, wie man gerne möchte. Es verliert Ja. sich alles so ein bisschen, ne? Und ist auch so ein bisschen anonymer. Und gerade da eben zu sagen, okay, du willst aber Leute aus dieser Branche kennenlernen und suchst dann dementsprechend eben Leute hier aus München zum Beispiel. Also ich mache das so, such mir Leute, die in meinem Metier sind, die aus Deutschland kommen, und guck dann bei deren Followerschaft, wem die folgen, ob dann Leute aus München oder anderen Städten dabei sind, die dazu passen, zu dem, was ich mache, oder die halt, aber die ich cool finde, und schreib dir dann einfach an und sag, hey, ich habe dein Profil gesehen über dem und den und fand ich super cool, wollte einfach mal mit dir ein bisschen quatschen. Stalker. Stalker, nein, das ist kein Stalking, das ist Networking. Das ist Networking. Ah. Ja. Und klar, wenn du anfängst, irgendwie dann so Shoutout-mäßig dann irgendwie 100 Bilder von der Person zu liken, ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Kann ich euch Meinst du? nicht raten. Ja, es gibt Leute, die das machen. Ich habe das ab und zu mal. Die kommen dann auf meine Seite und dann hast du praktisch 3 Seiten lang. Ich muss dann echt 5-mal scrollen, weil sie alle meine Bilder liken und ich dann so, okay, soll ich jetzt einen Shoutout machen oder warum machst du das? Es sind Also, Fans von dir. bitte? Es sind Fans von Ja, dir. ich habe eher das Gefühl, weil es halt viele Jüngere gerade machen, dass sie das machen, weil sie einen Shoutout wollen. Also, dass du praktisch als der Kanalbetreiber einen Screenshot machst und das in deine Story packst und sagst, wow, vielen Dank, der und der, damit sie halt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Klar, ich will das jetzt nicht unterstellen, dass es eigentlich auch Fans unter diesen Leuten gibt, aber passiert tatsächlich ab und zu mal. Und wie gesagt, das kann ich dir nur mal ans Herz legen, weil ich glaube, gerade wenn du sagst, du wünschst dir mehr Kontakte in Köln, Ja. kann das sehr hilfreich sein, einfach selbst auf Suche zu gehen. Und vor allen Dingen, sobald du mal die ersten 2 Leute, 3 Leute kennengelernt hast, die haben ja auch Freundeskreise, die haben ja auch Bekannte. Und dadurch kannst du eben auch nochmal neue Leute kennenlernen. So Ja, fängst du ja an, ne? das klingt echt ganz gut, weil ich glaube, dass der Austausch unheimlich wichtig ist. Gerade wenn ihr irgendwie selbstständig seid und dann so Kellerkinder werdet wie ich. Oder nicht? Weil es ist ja einfach so, man arbeitet von zu Hause in der Regel. Also gut, es gibt auch viele, die dann
sich einen Schreibtisch mieten. Das ist sicherlich auch eine gute Option. Gut, muss man halt auch bezahlen, Auf ne? jeden Fall, ja. Aber man arbeitet halt hauptsächlich zu Hause und teilweise auch nachts oder wie auch immer. Also das soziale Leben leidet darunter ein bisschen. Also ich habe auch lange gebraucht, um das so ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, dass der Körper da nicht mitspielt. Deswegen, wenn irgendjemand von euch jetzt gerade am Anfang ist, sich selbstständig macht, setzt euch Arbeitszeiten. Ganz klar Jeden Fall. definierte. Also weil man neigt irgendwie dazu, immer zu arbeiten und auch immer zu denken, ich könnte jetzt noch arbeiten und schaltet nicht mehr so richtig ab. Gerade wenn es dann mal was stressiger wird und mehr zu tun ist. Auf jeden Fall, auf jeden Und Fall. ab irgendeinem Punkt macht der Körper da dann dicht. Und ja, ich meine, so alt bin ich noch nicht und habe die Erfahrung jetzt Ende letzten Jahres gemacht. Und ja, da kann ich nur jedem raten, da vorher irgendwie die Bremse zu ziehen und sagen, okay, ich bin zwar selbstständig, kann mir das alles so einteilen, wie ich Lust drauf habe, aber ich arbeite nur von 9 bis 20 Uhr oder von 9 bis 22 Uhr, je nachdem, wie viel sein muss. Aber wenn man dann sagt, okay, jetzt lege ich einen Stift hin oder dann mach den Computer aus, dass dann auch wirklich Freizeit ist. Also Auf jeden Fall. das ist so einer der größten Tipps, die ich irgendwie jetzt von mir geben kann, weil das was ist, was ich tatsächlich jetzt gelernt habe. Alles andere ist ja irgendwie technisch oder Übung oder was auch immer, aber das ist was, was ich schmerzhaft lernen musste jetzt und kann ich nur jedem empfehlen, einen gesunden Arbeitstag irgendwie zu haben. Das ist tatsächlich sehr interessant, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich versuche immer möglichst viel Zeit hier im Office zu verbringen und gehe nicht, also bei Adobe hat man auch die Möglichkeit, Homeoffice zu machen, wenn man eben zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt heute mal irgendwie einen Termin mit dem Hausmeister oder ich habe einen Arzttermin oder wenn du Kinder hast, ne, ich muss mal irgendwie heute Morgen die Kinder ein bisschen mithüten, dann ist es alles kein Problem. Aber ich bin tatsächlich eher so der Typ, der sagt, mir fällt es schwer, zu Hause zu arbeiten, weil liegt ja auch vielleicht daran, du hast vielleicht auch ein eigenes Zimmer, wo du arbeiten kannst. So ein Bürozimmer, genau. Und wenn du das nicht hast, finde ich nämlich, das ist super schwer, weil du bist dann entweder in deinem Wohnzimmer oder du bist in deinem Schlafzimmer und das sind eigentlich zwei Zimmer, die für deinen Privatgebrauch sind. Ne? Ja. Also Schlafzimmer ist Schlafen und Wohnzimmer ist eigentlich, da setzt du dich hin, um zu entspannen. Und da zu sagen, hey, ich fange jetzt da an zu arbeiten, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Kann jetzt mal vielleicht ein paar Leute aus der Community was dazu sagen, aber ich finde es wahnsinnig schwer, weil ich mich einfach tatsächlich viel zu leicht ablenken lasse dann. Na, du hast den Fernseher vor dir, du hast die Konsolen da, dann hast du rechts neben dir ist dann noch der Computer, Laptop ist oben auch, da ist ein iPad. Also sowieso hier als Techies, ne, so ein bisschen Ja. hast du eh so viel Krimskrams da rumliegen. Dann hast du dann hier irgendwie noch das Mikrofon und Kamera und im Hintergrund, dann hast du noch hier den Ringblitz, weil du dir denkst, eigentlich wollte ich ja morgen noch ein Shooting machen oder sonst was, ne? Und das ist schon Ja, man muss das so ein bisschen managen können. Also ich habe ja. jetzt sonst auch quasi, ich hatte mein Arbeitszimmer in meinem Wohnzimmer und bin jetzt aber aktuell gerade quasi im Umzug und in der Wohnung habe ich jetzt tatsächlich ein reines Arbeitszimmer. Und ich denke, das wird dann auch das noch so ein bisschen unterstützen, was ich gerade gesagt habe, dass man halt sich seine Zeiten setzt und klar, mit dem Ablenken, ich habe es ja gestern schon mal kurz erzählt, ich bin eigentlich recht multitasking-fähig, was das angeht. Also Du hast ja Musik dabei, ich hast du höre auch Musik erzählt, dabei, ich genau. höre tatsächlich auch, ich hoffe, dass die Kunden nicht zuhören jetzt, aber teilweise gucke ich auch Netflix irgendwie währenddessen. Es funktioniert bei mir einfach. Klar. Ich meine, solange die Sachen fertig werden. Und solange es vor allen Dingen deinem Workflow hilft und du dir dabei auch so ein bisschen relaxen kannst, warum nicht? Ja, also ich meine, oftmals ist es Ne? so, dass mein Anspruch eh größer ist als der von meinem Auftraggeber. Von daher, die Qualität ist ja dann trotzdem schon gewährleistet, dass es vernünftig aussieht am Ende. Aber klar, es lenkt natürlich ab und ja, man bekommt so eine Verschiebung oder Vermengung von privatem Wohlfühl, Relax-Bereich und Arbeitsbereich und das sollte halt irgendwie nicht sein. Ja. Ja, auf jeden Fall richtig. Und was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, wo wir das Thema hatten, Netzwerk in Köln. Vielleicht haben wir in der Community ja Leute, die Illustratoren in Köln sind und sich gerne mal Vielleicht. mit dem Moritz verknüpfen wollen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber Ja, das ist ja eigentlich eine gute Plattform ja, hier genau. dafür. Also wenn ihr unter den Zuschauern jemand aus der Gegend Köln ist und sagt, hey, der Moritz ist ein cooler Typ, den würde ich auch gerne mal, mit dem würde ich mich gerne mal vernetzen oder mal irgendwie auf einen Kaffee vorbeikommen, dann
Könnt ihr ihn ja gerne anschreiben Ja. und einfach mal Hallo sagen. Ich glaube, der wird sich dann bestimmt freuen. Ja, das wäre eine coole Ja, Sache. Ich ja. meine. Vor allen Dingen einfach mal hier auch aus der Adobe-Community. Das fände ich natürlich super, super interessant. Jetzt sehe ich nämlich auch hier schon, kamen schon ein paar Kommentare zu dem, was wir jetzt eben erörtert haben. Tony Teller schreibt zum Beispiel, also ich habe mit dem Laptop auch im Schlafzimmer, ich arbeite auch mit dem Laptop im Schlafzimmer, ich habe im Schlafzimmer, ich arbeite mit dem Laptop auch im Schlafzimmer, aber wechsle oft den Ort. So entsteht kein Gefühl, dass nur ein Ort zum Arbeiten da ist. Ne? Also das ist dann wirklich so diese. Also hat man dann nirgendwo mehr Relaxzone, sondern Ja, überall genau, das ist Arbeit. alles Stresszone. Überall sind so diese Danger-Schilder und Absperrband, dass du jetzt wirklich überall arbeiten musst. Nein, ich meine, wenn es funktioniert, ist ja alles gut. Ja. Ich bin aber vielleicht bin ich auch einfach ein Sensibelchen, dass das bei mir sich so negativ ausgewirkt hat. Wer weiß, kann auch sein. Gut, also wie gesagt, Katharina übrigens sieht das genauso wie du und schreibt auch, so war Moritz. Sie hat ein Homeoffice und der Gedanke, ach, das machst du noch eben fertig, treibt wirklich öfter sein Unwesen bei ihr. Ja. Und Thoralf Tanneberger, oh, hab ich auch noch nicht kommentieren gesehen. Hi Thoralf. Guten Tag. guten Tag. Bonjour. Selbst mit separatem Raum ist es oft schwierig genug, sich als zu Hause arbeitender, hat er jetzt nochmal in Klammern geschrieben, Freelancer auf die Arbeit zu konzentrieren. Wenn man viel zu tun hat, klappt es aber besser. Ist es bei dir auch so, dass du unter Druck am besten arbeiten kannst? Weiß ich gar nicht so genau. Bei mir ist es eher so, dass ich weniger das Problem habe, mich zu Hause auf die Arbeit zu konzentrieren, sondern dass ich mehr das Problem habe, mich auf Freizeit und Relaxen zu konzentrieren. Weil bei mir ist es genau andersrum. Ich lasse mich zu Hause weniger jetzt von der PlayStation oder sonst was ablenken, sondern ich. Du hast noch so viele Sachen im Kopf, die du eigentlich erledigt haben willst und so wenig Ja, Zeit. weil die To-Do-List hört oder das, was man so machen muss, hört ja nicht damit auf, Projekte für Kunden zu machen. Das ist ja dann auch Ja, auf dieser jeden Fall. ganze bürokratische Mist, der da drum rumschwirrt, und Steuern und Rechnungen und ach, dann wollte ich da noch was auf Instagram posten oder ich wollte Ja. hier noch das freie Projekt machen. Oh, und mein Behance-Portfolio ist auch schon wieder, irgendwie nicht aktuell. Also es sind so Ja. tausend Sachen und bei mir ist es tatsächlich eher so, dass ich, dass dieses so, jetzt habe ich Freizeit, jetzt mache ich gar nichts. Das kommt bei mir halt eher zu kurz, dadurch, dass ich von zu Hause arbeite. Gucken wir uns doch noch mal kurz deinen Hasen an, bevor wir jetzt hier weiterreden, damit du auch noch ein bisschen was darüber erzählen kannst. Ja, es ist wieder so ein bisschen wie gestern. Ich arbeite hier so irgendwie Ja, nebenher das ist dran und gut. Wir können es ja immer, wie gesagt, ich habe jetzt auch mal geguckt, dass wir jetzt auch ab und zu mal da ein bisschen reingucken. Und wie gesagt, der Hase sieht ja schon mal super cool aus, muss ich sagen. Auch ein bisschen, der ist auch so ein richtiger Papa-Bär. Ne? Also hier, der hat er hier so seinen Papa-Hase, Entschuldige, Papa-Hase. Ich finde vor allem diese Linie, die du über dem Auge gezeichnet hast, ne? Und auch die drunter, die geben dem Gesicht wirklich diesen markanten Gesichtszug, also einen Ja. erwachsenen Gesichtszug. Und das ist schon sehr interessant, dass du mit zwei Linien praktisch ein Gesicht vollkommen verändern könntest. Max, du hast jetzt wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, die mal kurz auszublenden, aber. Doch, schon einen Moment. Eben kurz hin. Ja, gehen wir erstmal zur Linie. Ja, Wir, überhaupt kein Stress. wir, du meinst die obere hier wahrscheinlich, ne? Das sind ja alle Linien, aber du meinst die? Genau, diese und diese hier drunter. Nur einfach mal, um zu sehen, wie der Unterschied wäre, wenn du das jetzt mal rausmachen würdest. Gut, jetzt sieht er so ein bisschen aus, als ob er irgendwie aus einer Chemotherapie kommt. Ein wenig. nein, so meine ich es jetzt nicht. Ich glaube, vielleicht auch noch eine Verbindung. Ah, gut, jetzt sehe ich auch, woran es liegt. Du hast natürlich dem Auge so einen kleinen. So ein kleines Augenlid praktisch verpasst. Ne? Du Genau, hast ja ein das bisschen müssen wir. runtergemacht. Das heißt, wenn du das jetzt noch ein bisschen nach oben machen würdest, musst du jetzt nicht machen, aber zack. Nee, aber. Man formt halt Gesichtsformen. Also gerade hier, weil es ja nicht ganz flach ist und nicht so frontal wie jetzt das, was wir gestern gemacht haben, formt man das Gesicht. Also weil sonst, wenn die beiden Linien hier oder Flächen, wie auch immer man es nennen möchte, raus sind, hast du halt nur die Fläche. Genau. Aber Und du hast keine Tiefe und gar nichts. dadurch Und wirkt er aber auch ein bisschen jünger. Ne? Also das stimmt. klar, weniger markanter. Was ich nur damit eigentlich sagen wollte, war, ich finde das erstaunlich, wie wenig man braucht eigentlich, um, wie du jetzt gesagt hast, dem Gesicht oder auch generell einer Form Tiefe zu verleihen. In dem Fall sind es ja tatsächlich nur
zwei Elemente, nämlich diese beiden Linien Ja. und diese ganz leicht abgeflachte Augenform, die eben darauf hinschließen lässt, dass dort eben eine Überlagerung ist, dass etwas hervorsticht. Ne? Das ist halt. Ich mache sowas normalerweise auch immer ganz gerne tatsächlich einfach mit Schatten, ne, oder Flächen, anders sagen Flächen, ähnlich wie wir es gestern bei dem Genau. Brustkorb. Durch verschiedene Genau. Abstufungen von der gleichen Farbe. Ne? Also jetzt wie auch Genau. hier eigentlich, wie du jetzt praktisch jetzt den dunkleren braugrauen Ton jetzt genommen hast, um die Jawline und alles drumherum um die Ohren und hinten am Nacken zu machen. Ja, also ich probiere eigentlich auf sowas, auf so Linien zu verzichten. In der Regel, da, aber auch, obwohl ich es ja jetzt hier heute vorbereitet habe, so seitliche Ansichten oder auch so perspektivische Ansichten sind für mich halt noch relativ neu, ne? Also ich arbeite halt sonst tatsächlich sehr flach oder sehr frontal, sagen wir so, und das ist für mich auch noch was Neues und gut, fand ich jetzt aber nicht so schlimm, weil ist ja vielleicht auch ganz interessant zu sehen, wie man sich dann an sowas Neues rantasten Klar. kann. Und deswegen, das ist jetzt erstmal so für mich der Weg, wie ich sowas machen kann. Und dann mal schauen, also wo es hingeht. Aber das ist generell für mich ganz interessant von dieser kompletten Frontalansicht und den flachen Geschichten jetzt ein bisschen mehr mit Perspektive zu arbeiten und Ja. trotzdem in dem Flächigen zu bleiben. Ja. Also ich finde es sehr lustig, der sieht vor allen Dingen sehr, sehr cool aus. Gerade jetzt hier mit den mit der Krawatte, die du jetzt nochmal praktisch zweifarbig gemacht hast, das ist natürlich, das gibt dem Ganzen nochmal einen besonderen Akzent. Jetzt sogar Dann, dreifarbig. na, das ist jetzt unbeabsichtigt. Wir müssen dann irgendwie am Schluss mal gucken oder mit euch zusammen, welche Farben wir dann tatsächlich nehmen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja noch, wie Exakt. gesagt, morgen geht es ja in Runde 3. 3 von Ja. 3. Und da haben wir auch noch genug Zeit, um das Ganze so ein bisschen weiter zu verfolgen. Und ja, wir werden heute wahrscheinlich sowieso nicht fertig. Also Nee, das das ist auch sowieso für morgen auch noch ja. mitgeplant. Ich denke, ich werde jetzt vom Hasen mal weggehen, den vielleicht offscreen noch ein bisschen weitermachen und dass wir zumindest auch schon mal ein bisschen heute anfangen mit dem, was dahinter so passiert, weil da Genau. geht es ja eigentlich drum. Das finde ich ja auch super. Und was mir auch aufgefallen ist, was ich lustig finde, ist, beziehungsweise nicht aufgefallen ist, aber was ich ganz cool finde, ist, falls ihr es nicht gesehen habt, der Moritz hat auch gestern noch in der Nacht sehr, sehr fleißig hier, hat er noch eben das Werk von gestern fertiggestellt und nochmal hochgeladen auf, ich weiß nicht, ob du das nur auf Instagram gemacht hast oder Bisher auch. nur auf Instagram. Wahrscheinlich wird es irgendwann in einer Woche oder zwei, wenn ich dann zu Hause bin, hier zu dem gesamten Adobe Live Machst du dann auch noch auf Behance da wirklich so einen genau, ein Kurs? Super Projekt cool. raus, ja. Super cool. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Also ich habe es ja gestern mir schon angeguckt, gestern Nacht noch. Ich war nämlich auch noch, wie das so ist mit diesen Workaholics hier überall. Ne? Habe ich mir so angeguckt und fand es auch mega cool. Vor allen Dingen auch zu sehen, und ich meine, ich habe es ja mit dir live gesehen, wie du das Ganze bearbeitet hast, von Anfang bis praktisch zum Ende der Show. Und dann nochmal den Unterschied zu sehen, wo jetzt die Feinheiten dazu kamen. Ne? Und haben das ja am Anfang der Show ja auch nochmal kurz gezeigt. Ist natürlich eine super Geschichte, einfach zu sehen im Schnelldurchlauf. So kann es funktionieren und so geht es in kurzer Zeit trotzdem, dass man eben ein Werk kreiert, das ja, das Tiefe hat, das in irgendeiner Form auch natürlich so nach außen getragen werden kann, sodass du für dich sagst, ich bin zufrieden damit. Ja, also ich hatte ja auch dann noch drunter geschrieben, es ist immer noch nicht 100%, aber das ist, glaube ich, auch so eine Krankheit von mir, dass ich sehr, sehr lange brauche, bis ich mit was zufrieden bin. Ja, aber also es war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich leben. So, das ist in Ordnung. Und gerade weil es ja jetzt auf eine außergewöhnliche Situation für mich ist hier. Also mit dem Livestream und im Hotel und sonst was. Das ist ja für mich auch nicht alltäglich. Und da ist das Arbeiten dann hier und da ein bisschen anders. Und da muss man dann auch akzeptieren, wenn es vielleicht nicht hundertprozentig so geworden ist, wie man es gern gehabt hätte. Aber Aber gut, ich meine, dafür, dass du es in kurzer Zeit und eben auch nicht in deinem gewohnten Umfeld gemacht hast, ist es auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend gewesen, was du da geleistet hast. Und da würde ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie verstecken, wenn ich du wäre. Das nee, war echt. es ist ja auch okay, sonst hätte ich es auch gar nicht hochgeladen. Aber irgendwer hatte ja gestern auch darum gebeten, dass Genau. das noch hochgeladen wird. Was ich auch sehr Und cool fand. dem möchte ich dann natürlich auch nachkommen. Also wenn das Interesse da ist, dann freue ich mich natürlich auch drüber.
Und Den Hasen, du darfst natürlich erst nach Ostern hochladen, weil sonst wird er dir geklaut. Und dann landet er bei irgendjemand anderem als Postkarte. ah ja, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, an das Klauen. Echt? Passiert das öfter? Ja, furchtbare Geschichte irgendwie. Aber kann man, weil ich habe Aber erzähl mal, das würde mich schon interessieren. gerade diese Helden-Hero-Geschichten werden halt oft von irgendwelchen Leuten einfach geklaut, verkauft teilweise als Poster, als T-Shirts, als sonst was. Und da kannst du aber so nicht viel gegen machen, weil, also zumindest das nicht verhindern, weil ich kann ja jetzt auch nicht hingehen auf Behance und Instagram und überall ein rastermäßiges Wasserzeichen über die Sachen hauen, das ist ja auch scheiße. Und Ja, da das ist es natürlich. den Leuten, die sowas dann einfach machen, ohne zu fragen, meistens auch egal ist, dass die Auflösung eigentlich es nicht hergibt, um es zu drucken, machen die es dann einfach trotzdem. Und wenn man die Krass. dann freundlich anschreibt und ihnen sagt, dass man dafür eigentlich keine Erlaubnis gegeben hat, kriegt man auch noch freche Antworten und Echt? sowas. Ja. Aber du hast Und jetzt nicht irgendwann, also ich kann mich erinnern, die Eva hatte das mal eher im Stream mit dem Rufus erwähnt, dass sie da auch ein ähnliches Problem hatte oder hat, dass er teilweise einfach irgendwelche Webseitenbetreiber oder Leute dann einfach ihren Content hochstellen oder auch einfach gebrauchen, um Werbung zu machen, kommerziell, ohne dass sie die Erlaubnis gegeben hat oder dass einfach ihre Werke zweckentfremdet werden. Ne? Also dass dann irgendwie ein Teil von dem Bild oder von der Illustration genommen wird und in was ganz anderes reingesetzt wird. So à la, ich nehme jetzt zum Beispiel mal diese Illustration, die sie jetzt gemacht hat für Hearthstone und setzt sie irgendwie, ich weiß nicht, in ein Einkaufsparadies für Kinder oder sonst was, so ein Bällebad und sagt dann hier auch für, keine Ahnung, Fantasy-Leute. Das Fantasy-Wellenbad. ja. Bällebad. Ja, aber das finde ich schon krass und ich finde das auch tatsächlich sehr dreist. Dass dann Leute dann wirklich sagen, hey, ist mir eigentlich relativ egal, ich nehme das jetzt einfach und druck das aus. Ja, aber also das Problem ist halt, dass, also wenn das hier in Europa passiert, da hat man irgendwie noch eine Handhabe dann drüber und kann sagen, so, hey, bla, nimm das bitte runter oder ich muss halt irgendwie rechtliche Schritte, Ja. ne, veranlassen. Aber sobald es dann in den asiatischen Raum geht, also nicht, dass jetzt irgendwie die Asiaten alles Diebe Ne, ist wären eine oder so, andere Regelung halt, ne? aber da zumindest, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber zumindest. Wie sagt man, einfach nicht verboten ist, gerade aus europäischem oder amerikanischem Raum Sachen zu übernehmen. Ne? Also man Ja. sieht es ja auch ganz oft, also gerade in der Automobilindustrie, das finde ich ja auch immer so lustig, dass da es tatsächlich sehr oft so ist, dass du im Grunde einfach tatsächlich Abklatsch siehst von Autos, die es hier in Deutschland gibt. So ein Porsche Cayman Abklatsch mit einfach nur mit einer anderen Marke drauf, aber eins zu eins das gleiche Auto außen und innen, nur halt eben mit einem anderen Logo. Ja, ich finde sowas halt immer sehr ärgerlich, weil Ja. man investiert irgendwie Zeit und Herzblut und es geht ja nicht mal darum, dass ich damit irgendwie Profit machen möchte. Also Ja. gerade bei diesen Marvel und DC-Geschichten darf ich ja auch gar keinen Profit mitmachen, weil ist ja, ich habe ja keine Lizenzen dafür, das ist Fanart, das ist so mein Klar. Hobbymäßig. Aber dann dürften es die anderen ja auch erst Die recht nicht. erst recht nicht, aber Ja. also je nachdem, worum es geht, und man fragt mich einfach, würde ich ja vielleicht auch sagen, ja, ist okay, nimm das meinetwegen oder was weiß ich, aber so einfach sich das nehmen Ja. und verkaufen. Jetzt zuletzt einer aus London, der dann irgendwie die Poster für 20 Pfund das Stück verkauft hat und mir dann erzählt hat, nachdem ich ihn angeschrieben habe, er hätte sie bei, wie heißt die Seite, Graphic River oder so, Gekauft, da oder? gekauft und er wüsste gar nicht, was ich von ihm wollen würde und er hätte nichts falsch gemacht. Und solche Geschichten ist halt immer sehr ärgerlich, Aber du weil. gehst dann auch tatsächlich, sorry, ich wollte dich jetzt nicht Alles unterbrechen. gut. Du gehst dann aber auch tatsächlich erstmal nett hin und sagst dann, hey, das finde ich nicht cool, kannst du es bitte unterlassen, Ja, sonst haben wir ein natürlich. Problem. Also, weil so wie ich denn. Also, ich möchte auch, dass die Leute mir gegenüber irgendwie höflich und freundlich sind und man da vielleicht eine einfache Lösung findet. Ich meine, viele Leute wissen es ja vielleicht auch einfach nicht, dass man nicht einfach sich was klauen darf. Und ich frage dann schon freundlich an und bitte halt auch freundlich darum, dass man das vielleicht rausnimmt. Ja, die andere Sache ist natürlich, wenn halt die Person zum Beispiel aufgrund von deinem Design, sagen wir mal, jetzt rein hypothetisch 100.000 Euro gemacht hätte. Was machst du dann? Also gehst du dann trotzdem hin und sagst dann ganz höflich, kannst du es bitte lassen oder sagst du, ey, hier, Moment mal, also du hast dank meinem Das, Design. da, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, wenn das der Fall wäre.
Das ist natürlich ein bisschen was anderes. Da würde ich auch wahrscheinlich nicht freundlich einfach fragen, sondern da würde ich direkt irgendwie mich erstmal mit einem Juristen also zusammensetzen, weil das sind ja andere Dimensionen. Klar. Meistens sind es tatsächlich irgendwelche Privatleute oder kleinen Unternehmen, die da irgendwie probieren, noch ein bisschen was mit zu verdienen, was dann aber auch nicht klappt, weil gerade auf diesen Portalen, wo man seine Designs hochladen kann und dann printet das Portal das und verschickt das und macht alles für dich, ist ja an sich eine coole Sache, aber da gibt es halt so viele Verkäufer in Anführungsstrichen, dass man da auch sehr schwer gefunden wird und so als kleiner Anbieter sowieso nicht unbedingt was verkauft. Deswegen ist jetzt nicht so, dass ich da finanziellen Schaden unbedingt durchnehme. Ich finde es einfach nur dreist. So. Ja, es Also. ist, also ich finde es tatsächlich auch schade, einfach. Es ist auch einfach dir gegenüber, finde ich, einfach in Anführungszeichen respektlos, weil oft wissen die Leute tatsächlich gar nicht, dass es von dir ist. Also es gibt auch natürlich, es kann ja auch einfach sein, dass sie gegoogelt haben nach Büste oder Flat Design Superheld zum Beispiel, ne, und gehen dann auf Google und sehen dann halt da, das ist ja auch so ein großes Problem, weswegen ja auch Google auch immer wieder Probleme hat und auch es immer gesagt wird, das ist halt echt schwierig, was Copyright angeht, weil du weißt halt einfach nicht oder du interessierst dich im Normalfall auch nicht dafür, wer hat im Endeffekt dieses Design entwickelt. Ist das. Nee, also es sei denn, du brauchst was Ähnliches und willst das in Auftrag geben, aber sonst ist Genau. es für einen normalen User oder der im Internet surft, ist ja völlig egal. Genau. Also, das ist ja auch okay. Also. Ich meine, bei Agenturen ist es ja auch oft so, dass sie sich Bilder aus Google raussuchen für ein erstes Mockup, wenn sie dem Auftraggeber irgendwas zeigen wollen. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit bei Gilfil Mayfair. Aber da war es halt auch so, du hast es nur im Mockup verwendet, ne? Und halt wirklich, du bist in Google rein und hast dir ein paar Bilder gesucht oder halt auch zum Beispiel dann in Adobe Stock oder anderen Plattformen hast dir Bilder gesucht für das Mockup, damit du einfach dem Kunden was zeigen kannst und sagen kannst, so könnte das aussehen, jetzt im Bereich Werbung. Ja. Und wenn es dem gefallen hat, wie die Aufmachung war, wie der Stil war, dann hast du dementsprechend dir sozusagen Stockbilder genommen. Du hast dann praktisch geguckt, wenn es keine Stockbilder der entsprechenden Fassung gibt, dass du das dann halt per Composing machst. Hast aber dann auch natürlich auch im zweiten Step die Sachen gekauft. Ja, aber ich meine, gut, Agenturen haben da natürlich auch mehr zu verlieren, ne? Als jetzt irgendwelche Natürlich, natürlich. Privatleute, die Aber auch da gibt es natürlich, auch bei kleineren Agenturen kann man das auch nie ganz ausschließen. In Deutschland würde ich jetzt sagen eher weniger, aber gerade du hast ja auch erwähnt, es gibt auch natürlich im Ausland Agenturen und es gibt halt auch einfach Länder, bei denen die Regelungen nicht so streng gesehen werden, weil das denen relativ egal ist. Ja. Ja? Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht irgendein bestimmtes Land damit anprangern, weil das kann man auch gar nicht so sehen. Es gibt einfach bestimmte Länder, bei denen das nicht so eng gesehen wird. Ne? Und wie gesagt, China war jetzt nur ein Beispiel, das ist auch nicht immer so. Aber da ist es natürlich sehr auffällig, man kennt es halt. Es ist so Ja. dieses tatsächlich leider dieses Klischee, dass man halt sagt, hey, made in China, du kennst es halt, weil jeder schon mal irgendwo irgendwas gesehen hat, was halt von einer chinesischen Firma kopiert wurde oder aufgegriffen wurde und eins zu eins dann so einfach auf dem chinesischen Markt gezeigt wird. Ja. Ich habe letztens auch wieder so ein Handy gesehen, das dann praktisch eine Kopie vom iPhone war wieder. Das hieß dann irgendwie Mayphone oder so, ich kann es nicht aussprechen, aber sah genauso aus. Auch sogar das ganze Overlay, das ganze Display im Sinne von der UI, ne? Also User Interface sah genauso aus und dann hast du aber in die Einstellung geguckt und es war eigentlich auch nur ein Design für Android. Also es war eigentlich Android-basiert und man hat einfach praktisch ein iPhone-Design drüber gelegt, sodass es halt aussieht wie ein iPhone vom UX, aber vom UI, von der UI her und hast das dann auch erst dann gemerkt, als dann darum geht, okay, ich gehe mal in den vermeintlichen App Store, der dann eigentlich nur der Google Play Store war. Okay. Sag mal, meinst du, die Heizung ist hier an? Ist dir warm? Mir ist unheimlich warm. Echt? Aber Eigentlich, ja, es kann gut sein. Ich guck mal gerade. vielleicht kann man ja ein bisschen. Nee, die ist Vielleicht ist tatsächlich ja nicht das an. Licht, was hier von vorne kommt. Das kann natürlich gut sein. Oh, das Licht ist aus. Dieses Licht ist aus gerade, ja. Knie angemacht. Ich habe es nicht an. Also ich habe es nicht mehr in Erinnerung, dass es an war. Aber können wir gleich mal gucken. Ich mache das Fenster auf. Ja, das wäre Nett von super. dir, Rufus. Ja, aber jetzt kommen wir nochmal zurück auf dein Bild. Wir haben jetzt noch knapp 25 Minuten, bevor es Ja. weitergeht.
bevor es weitergeht, bevor wir für heute erstmal fertig sind, aber dann, und Rufus, korrigier mich, wenn ich falsch liegen sollte, aber danach geht es auf Behance weiter. Ja. Genau, Runde 2 auf Behance dann, sobald wir hier fertig sind, mit dem englischsprachigen Livestream, der auch super cool ist, habe ich gestern auch mal reingeschaut, sehr, sehr interessant, waren dann auch, nach uns waren die dann zu dritt dann da und es war auch echt sehr, sehr cool gemacht, 3 nette Damen, kann ich euch nur empfehlen. Genau, danke dir, Tim, fürs Posten. Und Christine schreibt zum Beispiel jetzt auch zu dem Thema, was wir eben hatten, deswegen postet sie nur ausgesuchte Bilder. Und die Leute denken halt nicht nach, ne? Also wie viel Arbeit da drin steckt, das ist tatsächlich auch richtig. Viele Leute denken halt vor allem nicht darüber nach, dass, das hatten wir mit dem Percy, glaube ich, auch gestern, oder auch mit dir, ich bin mir nicht mehr sicher, viele Leute denken, oder sehen, sagen wir es so, viele Leute sehen Illustratoren oder Grafikdesigner einfach nicht als ein Job an, in Anführungszeichen. Ne? Ja, das ist ja nur malen im Endeffekt. Ja. Ne? Malen nach Zahlen, wie man so schön sagt. Was aber natürlich nicht der Fall ist, weil man übersieht natürlich auch diese ganze Arbeit, und da gebe ich dir auch völlig recht, Christine, dass du einfach schnell übersiehst, wie viel Arbeit auch allein in der Konzeption drin steckt. Und auch in dem Ganzen sich das Toolset aneignen, sich die Fähigkeiten aneignen und auch seinen eigenen Stil entwickeln, ja, den auszuarbeiten. Das ist unheimlich lang. Ja, und jetzt, ich meine, du hast ja auch erzählt, ne? Also allein für unsere Session heute hier hast du jetzt eben schon 2 Sketche gemacht, hast dir darüber Gedanken gemacht, das hat ja auch mehrere Stunden gedauert. Also gut, vielleicht bei dir weniger, weil du so ein Pro bist, aber im Endeffekt ist das halt alles auch Zeit, die damit reingeht und die man halt einfach so gar nicht wahrnimmt. Und der eigentliche Prozess, also das Rangehen ans Werk, ist ja eigentlich nur ein Teil davon. Und das davor und das danach ist halt auch nochmal der Step, also, und das wird halt gerne mal übersehen. Ne? Und das ist halt echt schade. Und liebe Grüße hier übrigens von Max Höfner. Ach. Sagt hier Moin Mo, beste Grüße. Max, schöne Grüße zurück. Das ist mein Programmierer gewesen, oder der junge Mann, mit dem ich Webprojekte zusammen gemacht habe am Anfang, der dann für die Technik in Anführungsstrichen zuständig war. Also wenn jemand einen Programmierer braucht. Bisschen Schleichwerbung. Genau. Und Jo schreibt, was für ein schöner Hase. Finde ich tatsächlich auch. Vor allem hast du jetzt ja auch hier schon den Hintergrund so ein bisschen weitergemacht. Die Maschinerie geht so langsam. Genau, angefangen, ja. Finde ich sehr cool. Vielleicht magst du noch kurz nochmal an die, das fand ich nämlich ganz interessant, das haben wir jetzt eben nur kurz gesehen, aber das würde ich gerne nochmal, vielleicht kannst du nochmal erklären. Und zwar das Laufband unten. Ja. Genau, wie du praktisch also jetzt von Weitem sieht das tatsächlich so aus, als ob du jetzt hier quasi Rohre hast, die jetzt da reingehen und die das Laufband sozusagen dann befördern. Und wenn du nochmal reinzoomst, dass man sieht, wie du das eigentlich gebaut hast, das finde ich nämlich sehr interessant. Sieht man eigentlich, dass du hier eigentlich nur ganz normale, einfache Formen, ja. Kreise und Rechtecke, ja. Leisten, wie auch immer. Reduziert auf jeweils immer 2 verschiedene Farbvarianten, damit das Ganze eine Schattierung hat. Und das hat so einen erstaunlichen Effekt. Das finde ich halt echt klasse, wie einfach es eigentlich ist. Darauf basiert es halt im Endeffekt. Ja. Aus einfachen Formen irgendwas machen. Der Hase fällt da so ein bisschen raus mit seinem Kopf und so. Das ist ja alles ein bisschen organischer. Aber das wird, jetzt habe ich was verschoben, glaube ich. Nee. Das wird sich dann auch durch den Rest des Hintergrunds so ein bisschen ziehen. Also zumindest was die industriellen Teile angeht, dass das einfach aus simplen Formen. Also das macht es natürlich auch sehr einfach. Und aber auch hier, ne? Also klar, es ist einfach gehalten und reduziert, aber auch hier steckt natürlich super viel Arbeit dahinter, weil du dir ja selbst im Klaren sein musst, wie ist sowas eigentlich aufgebaut, wie funktioniert das? Und in dem Fall ist es ja auch so, du musst dir ja auch überlegen, dass alles gleichmäßig schattiert in Anführungszeichen ist, weil du sagst du setzt ja imaginär eine Sonne sozusagen oder eine Lichtquelle, die ja diesen Schatten verursacht. Das sollte ja dementsprechend dann auch immer, Im besten Fall ja. Ich bin da tatsächlich auch noch gar nicht so der Pro drin. Also ich mache viel da auch noch nach Gefühl. Mhm. Sieht auf jeden Fall trotzdem schon mal sehr glaubwürdig aus. Also aber in dem Stil oder wenn man es so reduziert, verzeiht es aber auch viel. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege und ihr meint, nee, geht gar nicht. Aber ich finde gerade bei sowas werden viele Fehler verziehen, weil man auch einfach sagen kann, okay, die dunkle Seite immer rechts, hellere Seite links.
nimmt man an sich als Regel und das funktioniert dann halt auch in der Ansicht ganz gut. Ich glaube, auch bei Illustration ist es noch wesentlich einfacher im Vergleich zu zum Beispiel zur Fotografie. Weil bei der Fotografie, dein Auge kennt ja natürliche Bilder. Und wenn da was von Licht und Schatten nicht stimmt, zum Beispiel wenn du Composing hast, du es ja auch zum Beispiel früher gemacht hast, unbewusst fällt es Menschen auf, dass da irgendwas nicht stimmt oder irgendwas ungewöhnlich ist. Das hatte ich nämlich am Anfang tatsächlich gehabt, als ich mal angefangen habe mit Composings und dann halt auch überhaupt nicht auf Licht und Schatten geachtet habe. So ganz, ganz am Anfang. Und das Bild an sich sah schön aus. Ja? Also man hat wirklich keine, beim Freistellen keine Umrandung oder sonst was gesehen, aber die Schattierungen waren halt teilweise falsch. Ne? Hatte da irgendwie dann der Panda auf dem Sofa im Regenwald, hatte halt den Schatten andersrum als der ganze Rest. Und also gerade wenn du dich nicht mit Licht und Schatten auskennst, du kannst zwar nicht beschreiben, was es ist, aber du sagst dann, ich habe es dann damals immer gehört, es wirkt unnatürlich. Ja, sehr gut, bei Composings ist es natürlich ganz extrem, Ja, weil man klar. erwartet irgendwie was Realistisches, irgendwas, was man kennt, Ja. und da fällt es dann direkt ins Auge, wenn es Ja. nicht passt. Da habe ich Gott sei Dank ein bisschen mehr Spielraum. Natürlich, weil du baust ja deine Composings quasi von null auf, Ja, ne? und es ist halt auch nicht realistisch, also es ist kein Foto. Ich glaube, da sind die Leute dann einfach ein bisschen kulanter, was so Lichtfehler angeht. Trotzdem auf jeden Fall hilfreich, wenn man es kann. Und auch was ich immer mehr probiere, irgendwie auch zu lernen, gerade wenn es dann bei Arbeiten ist, wo Perspektive auch eine Rolle spielt, da ist dann schon wichtig, Auf weil jeden sonst sieht Fall. es irgendwie komisch aus. Christine schreibt nämlich auch, sie mag deinen geometrischen Stil. Danke sehr. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool, weil du es ist schon eine Kunst, das reduzieren zu können. Finde ich auf jeden Fall. Es ist schon eine hohe Kunst. Formen, die eigentlich auch komplexer sind und auch viel mehr Detail haben, so zu reduzieren, dass du sie, wie du es hier machst, im Endeffekt dann auch auf zwei, beim Hasen jetzt bei seinem Fell, eher in seiner natürlichen Form, auf zwei beziehungsweise drei Farben reduzierst und trotzdem man genau diese Tiefenerkennung hat. Ja, ich hatte es ja gestern auch schon kurz erwähnt. Also reduziert zu arbeiten ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Also es sieht dann am Ende immer sehr einfach aus irgendwie und sehr simpel, ist aber doch recht schwierig. Aber zum Anfang, also wenn man mit Illustrator anfängt und jetzt nicht so irgendwie komplexere Sachen macht, hilft es aber auch unheimlich, um das Programm zu lernen, weil es halt nicht so schwierig ist. Das glaube Ne? ich. Also nicht von abschrecken lassen. Nö, Man das würde muss ein ich bisschen tatsächlich drüber auch sagen. nachdenken und sich seine Gedanken machen, aber es ist auch sehr gut, um das einfach zu lernen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt sehe ich hier gerade Corinna Wilde Gans. Immer so coole Namen. Schöner Name. Corinna Wilde Gans schreibt. Jetzt ist kurz. Ach, Moment, muss mal neu laden. Übrigens kurz Hallo. Ne? Schön, dass du da bist. Ich habe noch Hallo. nicht kommentieren gesehen bisher. Aber ja, wenn mein Internet jetzt hier nicht streikt, dann kann ich jetzt gleich nochmal reinsehen, was sie geschrieben hat. Auf jeden Fall hatte sie eine Frage. Ja. Und sie hatte nämlich die Frage, ich konnte jetzt gerade nicht mehr sehen, wer der Künstler war, aber sie hat gefragt, ob du dich inspirieren hast lassen von einem bestimmten Künstler. Aber vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, ob es bestimmte Künstler gibt, beziehungsweise Content Producer, die ich werde dich jetzt damit verfolgen, bis Macht nichts, morgen. alles gut. Beziehungsweise Content minimalen Aufmachungen, die du hier benutzt, die dich inspiriert haben, das zu machen. Also für die Flat-Design-Geschichten jetzt also gar nicht mal so sehr, weil der Grund, dass ich damit angefangen habe, war damals einfach tatsächlich, dass es einfach war, um die Grundfunktion zu lernen. Also einfacher als irgendwie jetzt ein krasses Gemälde zu malen in Illustrator. Dadurch bin ich dazu so ein bisschen gekommen. Es gibt aber tatsächlich Leute, deren Namen ich jetzt nicht so im Kopf habe, die wirklich großartige Sachen im Flat Design machen, auch sehr aufwendig und sehr detailliert, die schon Inspiration sind. Und sonst, also ich habe auf jeden Fall Vorbilder, sei es Dennis Schumacher, also Dexter the Weird, der ja auch schon hier war, den ich unheimlich feiere, also seine Sachen. Dann habe ich gestern auch schon gesagt, Bram van Heeren, wenn ich ihn richtig Ja, ausspreche. das war er sogar. Ich sehe es jetzt gerade hier. Ja. Genau, Bram van Heeren. Der aber ja anders arbeitet, als es jetzt hier ist. Obwohl er, glaube ich, auf der Off oder Max auch so eine Serie hatte, wo er nur mit Farbflächen tatsächlich so verschiedene Grafiken gemacht hat, was auch sehr cool war.
Aber er, ja, Andreas Preis finde ich auch sehr, sehr geil, was er macht. Also es gibt viele, also es gibt so mittlerweile so viele großartige und talentierte Illustratoren und Ja. Grafikdesigner. Und da wir ja Zugriff auf alles haben durchs Internet, gibt es da so viele Ja, Inspirationsquellen. auf jeden Fall. Also von daher ganz, ganz viel, von dem Super ich mich cool. inspirieren lasse. Super cool. Sven Waldhauser schreibt: Hallo, ich stehe auf euch. Vielen Danke. Dank für das Kompliment. Und was ich lustig finde, Corinna Wildegans schreibt, das ist mein tatsächlicher Nachname. Finde ich super. Wildegans habe ich auch noch nicht gehört. Also bei mir heißt es ja Döner wie der Döner zum Essen. Das Das ist fand ich ja. auch sehr lustig, als ich das erste Mal gelesen Das hat habe. sich bestimmt auch zurückgehalten, nicht zu fragen. Ja. Ich dachte mir, nachdem es dann auch in deinem Briefkopf von der E-Mail drin stand, dachte ich, okay, das wird schon dein richtiger Nachname Nachdem es sein. auch tatsächlich Teil von meiner E-Mail-Adresse ist. Ja, es ist tatsächlich auch kein Künstlername. Also ich heiße wirklich Can Döner. Aber ist doch gut. Ich wollte es eigentlich vermeiden zu sagen, aber ja. Zu spät. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Entschuldige auch, das war jetzt gar nicht böse gemeint. Wir haben hier nur so viele lustige, ausgedachte Namen, deswegen hatte ich angenommen, dass deiner vielleicht auch einer wäre. Aber wer bin ich schon, ne, mit meinem Nachnamen, der jetzt hier sagt, das ist so ein ausgedachter Name. Ja, aber ist doch super. Ich meine, Schmidt gibt es 1000 Millionen Mal, weiß ich nicht. Also da ist doch was ein bisschen außergewöhnlich, ist gar nicht so schlecht. Kann man sich auf jeden Fall gut merken. Wildegans werde ich mir auch auf jeden Fall merken. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Corinna Wildegans. Und Helmut fragt, du hast eben beim Hasen viele eben selbst angelegten organisiert und alles danach liegt jetzt in einer Ebene. Warum? Ich habe irgendwann mir angewöhnt, bei komplexeren Projekten, wo ich mit vielen Ebenen arbeite, um irgendwie noch klarzukommen. So Gruppe gemacht. Genau, also im Ja. Photoshop sind es ja Gruppen, hier ist es dann irgendwie eine Ebene, wo ich dann alles reinziehen kann. Der Grund, weil das sonst unheimlich lang werden würde. Also selbst jetzt hier auf dem Laptop ist es natürlich nochmal ein bisschen kleiner hier der Bereich. Also du hast praktisch Gruppen verknüpft, nicht Gruppen, Ebenen verknüpft und die dann Genau, auf einer Ebene. hier liegt jetzt unter dieser Hasenebene liegen jetzt alle Ebenen, die ich vorher gemacht habe. Und ich kann alle normal weiter bearbeiten, aber ich habe hier quasi nicht so ein Chaos. Klar. Ne? Also es ist einfach, um die Übersicht zu behalten. Muss Und man nicht machen. Ich meine, manche Leute kriegen das sicherlich auch mit so einer Liste hin. aber es trägt ja zu deinem Workflow bei. Also im Ja, Endeffekt. ich finde Sachen halt auch schneller wieder, wenn ich jetzt gleich alles irgendwie dann benannt habe. Und es macht ja auch Sinn, vor allen Dingen, weil du ja sagst, du gruppierst die ja nach dem, was du praktisch hier zeigst. Also du hast ja einmal hier Gruppe 1 Hase, dann hast du Gruppe 2 quasi Maschine. Zum Beispiel, Genau. Und dann genau. kannst du ja sagen, wenn dir zum Beispiel die Maschine ein bisschen zu weit unten ist, kannst du die eine komplette Maschine, also alle Ebenen, die unter dieser Gruppenebene sind sozusagen, kannst Bewegen. dann bewegen. Genau. Und das. Das finde ich ja ganz cool. Ich weiß auch nicht, ich fände das eigentlich auch ein cooles Feature, wenn man das theoretisch in Photoshop machen könnte, aber ich glaube, das hat da nochmal einen anderen Grund, vor allen Dingen auch deswegen, weil du natürlich auch da pixelbasierend arbeitest hauptsächlich, Ja. ne? Und das ein bisschen schwieriger in der Gestaltung wird sein wird. Ja, Christine schreibt auch, das macht sie auch so. Und JMH schreibt, wie bewusst ist der Stil des großen Hasen im Vergleich zum Rest gewählt? Und beziehungsweise ist der Hase vergleichsweise organisch und weniger abstrakt beziehungsweise flat für dich? Beziehungsweise, also sieht er so oder Ob ist das es was, gewollt? ob das, Genau. was heißt gewollt? Ich hatte auch noch eine Version, wo der Hase etwas flatter war, wo er quasi den Betrachter angeguckt hat. Vielleicht bringe ich die auch morgen nochmal mit, muss ich mal gucken, wenn ich sie finde. Es war jetzt in dem Fall einfach, dass ich dachte, einfach noch eine andere Komponente mit reinbringen, als jetzt, weil wir haben gestern komplett flach gearbeitet und hier der Großteil wird ja auch sehr flach. Ich dachte, es ist vielleicht ganz interessant, nochmal eine etwas andere Komponente reinzubringen. Und ich fand es halt auch ganz schön, dass, weil das ist ja so der Oberhase oder Ja. Aufseherhase, wenn er das Ganze hier so ein bisschen im Blick hat. Also anstatt nach vorne zu gucken, vielleicht so ein bisschen auf das Geschehen guckt. Also es war schon irgendwo bewusst, aber es gab auch die Überlegung, es anders zu machen. Also. Aber trotzdem. Also ich finde, auch wenn er vom Stil her nicht so minimalistisch in Anführungszeichen gehalten ist, wie jetzt zum Beispiel deine Maschinerie im Hintergrund, passt es trotzdem dennoch sehr gut rein.
Vielleicht wirkt es jetzt natürlich auch noch ein bisschen abstrakter dadurch, dass du ja noch hinten dran die Skizze hast. Ne? Also jetzt zum Beispiel jetzt hier bei den Ohren, die du jetzt eben rangezoomt hattest, genau, wenn du es nämlich wegmachen würdest, wirkt der ja auch dann tatsächlich noch viel flacher. Ja, Ne? natürlich. Klar, ist nochmal ganz anders, auch wenn die Schattierungen dann eher auch an die Körperform angepasst sind und eben keine gerade Linien bilden, finde ich das trotzdem sehr, sehr passend zum Es wird Look. auch nochmal anders wirken, wenn Der Rest fertig ist. das ganze Zeug im Ja. Hintergrund dann auch da ist und farbig ist und Ja, und vor allen Dingen, wenn dann der Hase nicht mehr die einzige Lebendfigur ist mit diesem exakt. Stil, ne, dann wirkt das ja wahrscheinlich dann eher komplementär als parallel zueinander stehend. Es Habe ich geht schön also, gesagt, hast du gell? schön Das war gesagt. toll. Ich bin stolz auf mich. Ich habe Fremdwörter verwendet. Ja, Christine schreibt auch, den Kontrast finde ich gerade gut. Und Anzi ebenso. Sie findet die Kombi sehr interessant und hat dadurch nochmal einen weiteren Eyecatcher. Ja. Wir, genau. Danke, Tim. Er schreibt da Speicher nicht vergessen, aber Oh ja. der Moritz hätte das im Nachgang sowieso gemacht. Genau. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten. Das heißt, wir werden natürlich nicht heute fertig werden und werden das auch natürlich morgen weitermachen, was ja Ja. umso besser ist, weil dann könnt ihr morgen natürlich auch alle einschalten. Wir freuen uns natürlich. Und dann werden wir mal sehen, wie das morgen aussieht, wenn wir morgen fertig sind. Da bin ich auch ganz schön gespannt drauf, Ja, wie du ich jetzt werde diese wahrscheinlich Umwandlung noch ein machst. bisschen im Hotel weiterarbeiten und dann Frisch. morgen, ähnlich wie es gestern war, dass man einfach am Ende eine Idee davon hat, wie es aussehen soll. Und zu dem Thema Speichern, ich weiß nicht, ob es das bei Photoshop auch gibt, da habe ich zumindest nicht, aber bei Illustrator ist ganz praktisch, kann man irgendwo in den Voreinstellungen, ich habe es gemacht, zumindest auf dem Desktop, ich weiß nicht, hier glaube ich noch nicht, kann man einstellen, dass ähnlich wie bei After Effects, dass das Programm automatisch Jeden alle Steps. 2 Minuten oder alle 5 Minuten Auto speichern. autospeichert. Hat mich schon Das oft ist eine gerettet gute. jetzt in der Vergangenheit. Das ist eine gute Frage. Das habe ich tatsächlich bei mir noch nie benutzt, weil ich so dieser typische Typ bin, der, wenn er was abspeichert, dann Final, Final, jetzt aber Final und dann irgendwie 20 Versionen, die Final heißen, Ich kenne das nur zu abspeichert. gut. Ja, genau. Final 2, jetzt aber endlich endgültig Final. Aber ich glaube, das gibt es auf jeden Fall in Photoshop und genau, hier Kollege JMH schreibt auch, in den Voreinstellungen sollte das gehen. Sollte eigentlich möglich sein. Also ich sehe nicht, warum das nicht in Photoshop drin sein sollte, wenn es bei Ich Illustrator habe drin es ist. ja einfach noch nicht gefunden, Ja, aber ja. müsste es eigentlich geben. Ja, bestimmt. Also wie gesagt, ich. Ja, genau. Und guter Tipp, aber bloß aufpassen, dass der auch große Daten berücksichtigt. Das ist natürlich auch manchmal tückisch, wenn man zum Beispiel sagt, hier. Bitte, bitte keine PSDs speichern, sondern nur JPEGs zum Beispiel. Oder halt. Den Fehler, den ich oft gemacht habe früher, ist, dass ich Sachen abgespeichert habe und gesagt habe, bitte alle Ebenen zusammenfassen beim Speichern. Oh. Und das war immer ein Riesenfehler. Hat mich auch immer oft sehr viel Zeit gekostet, das nochmal nachzubauen, gerade wenn du sagst, du wolltest noch was verändern. Ne? Und manchmal macht er das aber auch automatisch. Also früher gab es da so einen kleinen Bug, bei dem Photoshop sozusagen automatisch, wenn du es nicht eingestellt hast, explizit, automatisch immer die Ebenen Okay. zusammengefasst hat. Der ist zum Glück jetzt schon seit Jahren nicht mehr da, aber das war mal so eine kurze Zeit lang. Das ist schon sehr ärgerlich, ne? Das war sehr ärgerlich. Ich habe auch da gar nicht aufgepasst gehabt, ne? Weil du guckst ja auch gar nicht nach und ist jetzt tatsächlich auch, wie gesagt, das war eine ganz kurze Zeit und während meines Studiums noch damals. War aber auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich seitdem auch immer ganz genau aufpasse und doppelt und dreifach nachgucke. Wirst du wahrscheinlich auch oft machen, dass du dann Ja, nochmal es nachguckst. gibt nichts Schlimmeres, als wenn Arbeit von Stunden plötzlich weg ist. Also aber ist mir auch schon oft passiert. Ja, oder Enzi schreibt auch, ja, oder Export als PDF von Illustrator unbeabsichtigt und dann vergessen noch als AI-Datei abzuspeichern. Obwohl es ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob man das extra einstellen muss, wenn du Dass du lieber PDFs aus arbeiten willst. Illustrator rausspeicherst, dass du danach auch ganz normal wieder in Illustrator bearbeiten kannst. Ich glaube Ja, aber, weil dass man. die Illustrator-Datei im PDF gesichert ist. Genau, das funktioniert Ja. eigentlich auch ganz gut. Das kann natürlich gut sein, dass es mittlerweile geht. Aber dann kommt es natürlich auch darauf an, ob du eine bearbeitbare PDF erstellst. Ne? Das kannst du ja Ja. auch einstellen, dass du einfach nur eine ganz wirklich so eine Mini-Mini-Mini-PDF erstellst, die praktisch dein Kunstwerk als PDF
Ich glaube, das ist bei mir einfach voreingestellt gewesen. Gott sei Dank, dass das immer bearbeitbar ist. Ich weiß nur, dass du das tatsächlich auch einstellen kannst, dass du das, dass Illustrator das praktisch bikubisch neu berechnet Okay. als Bild und dann du praktisch alle Ebenen zusammengefasst da drauf hast und nichts mehr machen kannst. Ja, das ist natürlich echt ouch. Genau, aber auch solchen Fehlern lernt man, nicht wahr? Und Schmerzhaft, ja, aber ja. aber das macht man dann so schnell nicht nochmal. Ist richtig. Ja. Ich weiß, das eine Mal hat mich, glaube ich, auch echt 8 Stunden gekostet. Da war ich richtig genervt. So nach Ja, ein, zwei voll. Tagen Arbeit und du merkst, Scheiße, hast jetzt echt doof gemacht, weil du nicht abgespeichert hast und das Ganze zusammengefügt hast, beziehungsweise darauf geachtet hast, dass die Ebenen da sind. Und man muss die 8 Stunden ja dann auch noch mal haben, ne? Yes, Wenn man die yes. nicht hat, Dann ist schwierig. schade, ja. Ja, Richtig. JMH schreibt, cool, wann seid ihr wieder hier? Wir sind tatsächlich morgen nochmal den ganzen Tag hier bei Adobe Live von 10 bis 18 Uhr. Moritz und ich sind um 16 Uhr wieder dran, beziehungsweise Moritz ist 16 Uhr dran Du bist ja und schon früher wieder dran. genau, ich bin mit Percy Chang um 12 bis 14 Uhr das erste Mal morgen wieder am Start. Aber davor ist der Rufus mit der coolen Eva noch da und dazwischen, also um 10 fängt es an mit Rufus und Eva. Danach kommt Percy Chang mit mir und Rufus wieder im Anschluss direkt mit Kati. Und last but not least, Zum ne, Abschluss. das Beste zum Schluss, Moritz und ich morgen wieder 16 bis 18 Uhr. Und dann geht es nämlich weiter mit der tollen Osterhasen-Story hier. Und Ja. wir kriegen die auf jeden Fall fertig, weil der Moritz muss die sowieso für seine Family machen. Ne? Und wenn es hier fertig hat, dann muss er später nicht mehr zu Hause arbeiten. Das ist richtig. Wir haben ja jetzt auch gar nicht mehr so lange. Gehen wir Also wenn ihr mal. noch irgendwie Fragen habt zum Genau. Abschluss, weil Weltbewegendes werde ich hier jetzt in den 3 Minuten auch nicht mehr wahrscheinlich machen. Ja, bist aber schon erstaunlich weit gekommen, finde ich, dafür, dass das jetzt Der eben Teufel in. liegt im Detail, wie Ja, du genau. weißt. Das ist aber, wie gesagt, ich finde es super cool. Und denke mir auch jedes Mal. Ich bin jedes Mal fasziniert, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich mir das ansehe, auch so im Revue passieren lasse und mir angucke, wie weit du und auch bei Percy heute Mittag, wie weit ihr gekommen seid, auch dann bei Kati und bei Eva, das ist unglaublich. Und übrigens, ihr könnt auch im Nachgang, für alle, die es nicht wissen, ihr könnt im Nachgang euch alle Streams anschauen, die sind auf YouTube dann abgespeichert unter dem gleichen Link, unter der gleichen URL. Beziehungsweise könnt ihr auch einfach auf adobe.de gehen und das Ganze durchforsten und im Endeffekt da fündig werden nach dem, was ihr sucht. Falls ihr also mal irgendwie was verpasst habt oder zwischendurch weg musstet oder einfach einen Tag oder eine Stunde oder zwei einfach nicht dabei sein konntet, jederzeit einfach reinschalten und angucken. Und ansonsten würde ich sagen, kam jetzt Helmut schreibt, wann ist es bei Netflix gelistet? Kommt bestimmt auch noch irgendwann. Irgendwann. Genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, auch von mir vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, super cool, dass du hier bist, Moritz. Also, Ach, das ist auf jeden Fall sehr für mich cool. super cool. Ja, Also. vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Und wir freuen uns natürlich über eure Kommentare morgen und dass ihr einschaltet. Wie gesagt, im Anschluss hier geht es jetzt auf Behance bzw. auf Adobe Live dann auch weiter und ihr könnt euch die Kollegen, die englischsprachigen Kollegen ansehen. Die machen dann auch eine sehr nette und interessante Runde. Und wir sehen uns hier im Livestream, im deutschen Livestream, morgen ab 10 Uhr wieder, 10 bis 18 Uhr. Und Moritz und ich, wir sehen uns morgen 16 Uhr wieder. Ja, Genau. freue ich mich drauf. Genau, ich mich auch. Also, vielen Dank. Schön, dass ihr da Tschüss wart an alle. zusammen. Ich gucke noch mal kurz. Ach, so viele Leute. Ich bin echt sehr happy, dass ihr alle dabei seid. Wir sehen uns bis morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.